über 42.000 Menschen aus über 130 Nationen der Welt wagen sich in Kürze über eine der schönsten Laufstrecken der Welt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur 32. Auflage des Vienna City Marathons. Dieser Wien-Marathon steht in diesem Jahr unter dem Motto Wir sind Europa. Wir freuen uns über Traumwetter an diesem Tag. Ein Traumwetter für die größte Sportveranstaltung des Landes. Das ist der Wien-Marathon aufgrund der hohen Teilnehmerzahl. Wir freuen uns aber auch ein bisschen über dieses Traumwetter, weil es wohl die schönste ORF-Sport-Live-Übertragung des Jahres ist. Ja, es sind so 9.000, etwas mehr als 9.000 Damen und Herren, die sich über die klassische Distanz wagen, die 42.195 Meter, über 30.000 Menschen. Dann in den anderen vier Bewerben wie Staffel oder Halbmarathon. Hier an der Wagramer Straße geht's los, dann über die Reichsbrücke und schon nach wenigen Kilometern geht's durch den Prater. All das zeigen wir Ihnen heute. Die klassische Distanz ist natürlich die spannendste Komponente bei dieser Übertragung, 42,195 Kilometer. Seit dem Vorjahr heißt der Streckenrekordinhaber Getu Feleke. Die magische Grenze oder die magische Zahl 2 Stunden, 5 Minuten und 41 Sekunden. Der Äthiopier ist auch in diesem Jahr wieder am Start, ist natürlich der große Gejagte, aber er ist irgendwie auch Jäger, denn er will auch in diesem Jahr ein neues Zeitalter einläuten. Erinnerungen ans Vorjahr sind schön und gut, aber seine Bestzeit sieht Getu Feleke ganz klar als Marke mit Ablaufdatum. Vor kurzem bin ich in Barcelona beim Halbmarathon mit 60:45 sehr gut gelaufen. Wenn ich die Strecke diesmal ähnlich schnell absolviere, brauche ich nur noch die andere Hälfte. Dann sieht es gut aus mit einem neuen Rekord. Getu Feleke hat schon in Rotterdam bewiesen, dass er noch schneller laufen kann. Am ehesten folgen können dem Titelverteidiger diese beiden Herren. Some kilometer we fight together. Wir kämpfen ein paar Kilometer gemeinsam. Er ist mein Freund. Aber mit Fortdauer des Rennens wird sich zeigen, wer mehr Power hat. Wenn er nur ein bisschen nachlässt, werde ich da sein, um mit ihm zu kämpfen. Er ist ein ganz harter Konkurrent, aber wir geben sicher nicht schon vorher auf und werden unser Bestes geben. In afrikanischer Höhenluft hat sich wie die Top-Favoriten auch der stärkste Österreicher vorbereitet. Dort bist du 100% Läufer. Dort ist der Läufer sehr, sehr angesehen. Und man muss sagen, du hast immer eine Gruppe, die was mit dir mittrainiert. Das Umfeld passt. Und vor allem auch, so wie es im Winter, wenn es bei uns recht kalt ist, du hast dort permanent zwischen 25 und 28 Grad. Mit dem einmonatigen Training in Kenia will Christian Flügel das Limit von 2 Stunden 15 für die WM in Peking schaffen. Dafür müsste er seine persönliche Bestzeit um knapp eine Minute verbessern. Heuer könnte es wieder zum Duell der deutschen Anna Hahner mit Caroline Chepkwony aus Kenia kommen, denn beide sind wieder am Start. Die 25-jährige deutsche Titelverteidigerin aus Steinach im Schwarzwald ist ja seit ihrem Sensationssieg und Premierensieg bei einer Marathon im Vorjahr in absoluter Hochform und zählt heuer schon zu den absoluten Top-Favoritinnen. Das Gefühl als Siegerin, als erste Frau, letztes Jahr hier am Heldenplatz über die Ziellinie zu laufen, das war unbeschreiblich grandios, phänomenal. Und von daher ist Wien bei meiner Hitliste ganz, ganz, ganz weit oben. Schuld am läuferischen Aufstieg von Anna Hahner und ihrer Zwillingsschwester Lisa ist einer aus einer anderen Familienbande. Dann haben wir mit 17 Jahren in der Zeitung gelesen, dass Joey Kelly, der Extremsportler und ehemaliges Mitglied der Kelly Family, einen Vortrag hält zum Thema Motivation. Und haben gedacht, wir waren auch Kelly Family Fans früher. Das war damals schon ein bisschen abgeschwächt, aber haben gedacht, hey, hört sich cool an, lass uns mal anhören. Und hinterher waren wir so geflasht, dass wir gesagt haben, wir wollen auch laufen. Und es läuft gut. Ihre persönliche Bestzeit ist inzwischen die zweitbeste im ganzen Feld. Es scheint wieder auf ein Duell mit Caroline Chepkwony hinauszulaufen. Wir haben uns beide total gefreut, dass wir uns jetzt in Wien wiedersehen. Sie hat, glaube ich, auch noch eine Rechnung mit mir offen, weil ich sie letztes Jahr 300 Meter vom Ziel überholt habe.
Das dramatische Finish des Vorjahres hat ein noch dramatischeres Nachspiel. Völlig entkräftet kämpft sich Caroline Chepkwony ins Ziel. Später kollabiert die Kenianerin sogar. Das war schon ein Zustand, wo sie stabilisiert werden musste, kreislaufmäßig. Und das war schon eine Sache, wo unsere Rettungssanität und Rettungsärzte arbeiten mussten. Everything's going to be okay. Im Gegensatz zum Vorjahr wird dieses Mal alles gut ausgehen. Ich werde aufrecht ins Ziel laufen und nicht gerade noch gehen. Not like almost walking, yeah. Einem neuerlichen Duell mit Titelverteidigerin Anna Hanna steht also nichts im Weg. Also in Kürze fällt hier der Startschuss zum 32. Vienna City Marathon. In Kürze setzen sich so an die 80.000 Beine in Bewegung. Großartige sportliche Leistungen in Kombination mit wunderschönen Bildern hier bei unserer Live-Übertragung. Da ist die Startlinie. In wenigen Augenblicken nehmen die Stars hier Aufstellung und in circa 125 Minuten sehen wir den ersten Zieleinlauf in Wien in diesem Jahr. Das ist der Wien-Marathon 2015. Viel Spaß mit Ihren Kommentatoren Dietmar Wolf und Michael Buchleitner. Die Startnummern vielleicht noch zur Erklärung. Die niedrigen Nummern natürlich, das sind die wichtigen Athletinnen und Athleten. Die Damen haben ein F vor der Zahl. Geto Feleke, die Nummer 1 als Titelverteidiger von Wien. Und er ist ja schon, man sieht es hier, 2:04:50, also fast eine Minute schneller bei seiner Bestzeit gelaufen, als er es im letzten Jahr in Wien getan hat. Also es ist ihm durchaus zuzutrauen, in diese Regionen zu kommen. Die Damen haben, wie gesagt, das F. Die Staffeln haben die Nummern plus Buchstaben A, B, C, D, je nachdem, ob man als Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter läuft. Und die Halbmarathon-Teilnehmer haben eine durchgestrichene Nummer. Das nur für Sie, liebe Zuschauer, auch zur Orientierung, denn irgendwann vermischt sich das ganze Geschehen, damit man weiß, was die Läufer tatsächlich vor sich haben. Und da hinten, die haben noch, wie gesagt, Wartezeit vor sich, aber ein herrliches Bild natürlich, du hast es gesagt. Etwas mehr als 30.000 stehen hier an der Wagramer Straße. Melderekord auch heuer, so wie im Vorjahr. Diesmal 42.742 Personen, die zum Teil eben gestern schon gelaufen sind bei den zwei Jugendläufen. Und einige stehen im Innenstadt und warten auf die Staffelübergabe. In etwa einer Minute, da sehen wir auch den Abstand zur Elite. Da werden sich die besten Männer auf den Weg machen. Im neongelben Dress, der Vorjahrsieger, der war beeindruckend. Ab Kilometer 30 hat er das Feld förmlich zertrümmert und eben diesen fantastischen Rekord in Wien aufgestellt. Ist der 19. schnellste Mann der Welt mit seiner Bestleistung. Die Nummern ab 35, das sind die Nummern der Pacemaker, da werden wir auch noch drauf eingehen. Michael, natürlich, das sind ganz wichtige Personen, noch dazu in einem eher kleinen Elitefeld bei den Männern. Kommt denen natürlich noch einiges an Bedeutung zu. Wir hatten ja Felder schon in Wien, wo bis zu 25 kenianische Läufer drin waren. Heuer ist das Feld kleiner vorne, nicht minder von Qualität. Und sehr viele erfahrene Läufer drin. Es hat ja mal ein Rennen gewonnen, wo die Debütläufer waren. Und diesmal sehr, sehr viele erfahrene, alte Hasen im Marathon eigentlich schon. So, und jetzt geht's los. Der 32. Vienna City Marathon ist praktisch pünktlich gestartet worden. Mit dabei haben wir auch gesehen Christian Pflügel, Österreichs stärkster Läufer im Moment über diese Distanz, war ja auch bei der Europameisterschaft im letzten Herbst in Einsatz. Den sehen wir da alle. Also die Nummern ab 35, wie gesagt, das sind die Pacemaker. Am Rücken, glaube ich, haben sie auch die Bezeichnung Pace. Die Hasen, wie man so schön sagt, also die dafür zuständig sind, den Topläufern ein möglichst schnelles Rennen zu ermöglichen, indem sie ein bisschen Windschutz geben oder das Tempo hochhalten. Und ganz interessant, die Nummer 2, Sisay Lemma, zeigt sich einmal nach ein paar Metern. Und jetzt geht es natürlich dann schon in die Elite-Damen sowie den Rest des Feldes, wenn Sie so wollen. Alle werden um Punkt 9 Uhr losgeschickt. Das ist jetzt der Fall. Ja, man sieht ja, dass das Läuferfeld jetzt nachgerückt ist. Wir haben ja vorhin Abstand gesehen zwischen dem Elitefeld der Männer und dem Hauptfeld. Die sind jetzt nach dem Start der Männer in dieser eine Minute mit den Frauen nachgerückt und sind jetzt alle natürlich von der gleichen Position losgelaufen wie das Elitefeld der Männer. Im Ziel wird es dann auch zwei Zeitnehmungen geben. Also wir werden versuchen, Ihnen auch immer wieder klar und deutlich die Zeit, die Laufzeit, nämlich die aktive Laufzeit bei den Damen, bei den Herren zu übermitteln.
die Donau City. Jetzt ist die Reichsbrücke natürlich der Mittelpunkt. Kein Straßenverkehr, auch einmal schön. Gute Luft über der Donau für die Athleten. Ja, wir sehen jetzt eben hier gleich 35, 36, 37, drei Pacemaker vorne, die gleich einmal einen Schirm bieten, letztendlich auch um den Wind aufzuhalten. Geto Felege lässt ein bisschen Abstand von Anfang an. Ja. Ist letztes Jahr auch ein bisschen vorsichtiger gelaufen und ja. Weiß, was er kann, auch von seiner Bestzeit natürlich. Du hast den Wind angesprochen, es war auch hier bei uns jetzt im Zielbereich durchaus spürbar heftiger Wind. Soll abnehmen im Laufe des Tages, das wäre wahrscheinlich wünschenswert. Wir sehen hier den neuen schwarzen Bau. Seit ein paar Jahren steht dieser DC Tower als höchstes Gebäude Österreichs. Auch ganz markant hier an der Donau. 250 Meter hoch und damit nur 2 Meter niedriger als der Donauturm, der der höchste Turm ist. Und dieser DC Tower eben mit einer schönen Aussichtsmöglichkeit von oben, alles verglast. Wenn sich ein paar Leute wirklich nicht entgehen lassen, diesen sensationellen Blick da hinunter auf die Menschenmassen, die sich eben heute auch wieder sportlich betätigen. Hier jetzt schon das Bergabpassage, Reichsbrücke zuerst hinauf, Anstieg, dann hinunter, während jetzt die nächste Welle schlussendlich dann losstartet. Machen Sie eine typische Handbewegung als Läufer. Das Stoppen. Rechter Zeigefinger zur linken Uhrentaste. Im Briefing bei den Elite-Athleten verboten, im Ziel abzustoppen, ja, wenn man dann die Startnummer verdeckt. Ja. Und so weiter. Also das gibt es immer beim Athletenbriefing, dann bitte aufpassen. Ihr habt so eure Zeit, ihr braucht nicht selber mitstoppen. Es ist immer auch spannend, die unterschiedlichen Laufstile anzuschauen. Weil manche schauen so aus, dass sie einen extrem hohen Aufwand haben, andere schauen wirklich sehr ökonomisch aus, leichtfüßig. Gerade bei den Pacemakern ist es dann spannend, die natürlich alle den Fokus haben, so 25 zumindest, vielleicht 30 sogar zu laufen, wenn die schon zum Kämpfen anfangen und trotzdem noch jeden Kilometer weiterhelfen wollen. Ja. Die kriegen noch nichts mit, was sich da vorne tut. Also es ist schon Wahnsinn, das ist jetzt 6-7 Minuten her, seit der Startschuss ertönt ist. Und da hinten darf man noch nicht einmal gehen. Jetzt die Unterschiede der beiden Seiten, wo gestartet wurde. Auf der einen Seite ganz lockeres Laufen möglich, auf der von uns gesehen rechten Seite ziemliches Gedränge. Sehr ganz interessant. Jeder hat ja ein eigenes Ziel. Diese Leute hier haben ein exaktes Ziel, fast sekundengenau zu laufen. Andere haben eine Wette verloren oder wollen sich einfach fit halten und quasi ihr Training krönen mit einem Marathon. Und natürlich haben auch viele Hobbyläufer Ziele an Zeit gemessen. Wird man da nervös, wenn man nicht wegkommt hinten? Wobei du nie ein Hobbyläufer warst, sondern immer ein Spitzenläufer. Ich bin jetzt ein Hobbyläufer. Natürlich macht man sich immer Gedanken, wann komme ich wirklich ins Rennen und wenn ich vielleicht auf den ersten 1-2 Kilometer schon mal 30 Sekunden oder was verliere, was durchaus sein kann, wenn wirklich viel los ist. Aber es ist auch immer der Moment, wenn dann alle in der Hauptteil zusammenkommen, da wird reduziert von 6 Fahrstreifen auf im Endeffekt 2,5, wenn man jetzt hier sieht. Ja. Da kann es auch dort noch einmal eng werden. Also, es gibt immer einen Moment, wo ich merke, so jetzt kann ich wirklich frei laufen, jetzt kann ich im Endeffekt mein Tempo machen. Also das war die Prater Hauptallee, da haben wir jetzt wieder den... Die Damenspitze, in dem Fall jetzt die Anna Hanna F1 und die Pacemaker vorne wieder 50-51 an den anderen Nummern zu sehen. Ja. Sieht ganz fokussiert, normal lacht sie immer ein Grinsen im Gesicht, aber da ist sie jetzt schon sehr... Der Fokus ausgerichtet. Sie wird auch begleitet von den anderen Favoritinnen. Die sind alle da beisammen. Die nützen da gleich die Pacemaker aus. Wir sehen zum Beispiel F7, die Schweizerin Maja Neuenschwander, ganz interessante Athletin. Wir werden sehen, wie weit sie vorne mitmischen kann. Natürlich Caroline Cepkwoni und die Japanerin Noriko Higuchi mit der Nummer 5. Also es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn das wesentlich taktischer ist als das letzte Mal. Taktisch muss auch einer es anlegen, dem wir ganz viel Glück wünschen natürlich. Es ist zwar jetzt nicht sein erster Marathon, wir haben es im Vorfeld gehört, aber es ist doch fremdes Terrain, selbst für einen, der viele, viele tausende Kilometer auf Langlaufschieren mit der Waffe am Rücken zurückgelegt hat, Christoph Summan. Also alles Gute dem Summi. Heute ohne Gewehr, das muss ja alles viel, viel leichter gehen als im Winter. Wärmer ist auch Summi, oder? Wie geht's dir? Ja, guten Morgen. Ich bin jetzt knapp 10 Minuten unterwegs und noch geht's. Aber die Stimmung ist sensationell, schon vom Start weg. Ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, nicht zu schnell wegzulaufen. Es könnte sich rächen bis zum Schluss. Auf jeden Fall ist es super schön.
ein Teil eines Ganzen zu sein, ein Teil von 40.000 begeisterten Läufern, die alle nur ein Ziel haben, da heute unbeschadet ins Ziel zu kommen. Ja, wie gesagt, wir sind erst in der Anfangsphase, total viel Leute schon an der Strecke, es macht riesen Spaß und ja, ich muss nur schauen, dass man die Gassen nicht durchgeht am Anfang, vielleicht nicht zu schnell weglaufen, aber nein, also es macht riesen Spaß. So, wie heute musst du nicht gewinnen, also lass ruhig ein paar vorbei, unterhalte dich ein bisschen mit deinen Mitläufern und viel Spaß weiterhin. Das werde ich, danke, ciao, bis später. Erste Analyse, Michael, wie schaut er aus? Leichtfüßig? Na, leichtfüßig würde ich nicht sagen, aber er ist ja generell ein robusterer Athlet. Also das, wenn man die Kenianer nimmt, die alle wahrscheinlich 50 bis 55 Kilo haben, da ist ein Unterschied da. Ja. Wir sollten ihm nicht so viel reden lassen. Ich habe schon gesehen, dass er trotzdem ein bisschen mit der Luft dann Probleme hat. Vielleicht, er hört uns vielleicht dazu. Nein, ich bin mir sicher, dass der Sumi ist ja ein Kämpfer, ja, dass der uns alle da wieder halt zeigen wird, was er drauf hat. Jetzt ist sozusagen die nächste Welle losgelassen worden, damit es dann nicht noch enger wird. An der Reichsbrücke hat man da eine Gruppe Leute zurückgehalten, mehr oder weniger, die jetzt erst losläuft. Daher dieses lange Warten zuvor. Auch in der Hauptallee bereits jetzt Anna Hahner mit der Gruppe an Pacemakern und Kolleginnen. Es ist halt immer so ein Thema, es gibt auch einzelne Marathons, wo die Frauen alleine laufen müssen, wo wirklich keine männliche Unterstützung zur Verfügung ist. Wahrscheinlich ganz ein anderer Stil, eine ganz andere Renneinteilung. Hier hat man natürlich die Chance, geradezu wie Anna Hahner, die sehr schmächtig ist, sich wirklich gut abzuschirmen. Ne? Es ist natürlich ein Vorteil. Also, du hast wirklich auch die Chance, vom ersten bis zum letzten Kilometer mehrere Läufer um dich zu haben, dich auch wirklich nur auf das Laufen zu konzentrieren. Du brauchst dich nicht um eine Geschwindigkeit kümmern. Und gerade wenn man auch so zierlich ist wie die Anna, dann macht das wirklich Sinn. Und vor allem, wenn man Leute auch um sich hat, denen man 100% vertrauen kann, dann kann man hier definitiv profitieren. Und bei manchen Rennen, so wie im London Marathon oder auch in Japan, sind es wirklich reine Frauenrennen. Auch Weltbestleistungen werden dann nur in diesen Frauenrennen schlussendlich auch anerkannt. Wir sind da bei Kilometer 4 bis 5 in der Spitzengruppe. Ein erster Blick auf die Zeiten. Ziemlich exakt. Wir haben ja die Bestmarke von Geto Füleke, die wir hernehmen können als Vergleich aus dem letzten Jahr. Und wir sind nach 4 Kilometern bei 11 Minuten 59 auf die Sekunde, genau bei derselben Zeit, wie wir vor einem Jahr waren. Die Damen sind sogar 6 Sekunden schneller im Hinblick auf eine Zeit um 2,27. Aber da geht es ja nicht um die Zeit bei den Damen, hast du schon gesagt, das wird eher taktisch angelegt sein. Den Männern, da ist beinhart das Ziel, Streckenrekord oder sogar noch mehr. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Wien erstmals die schnellste Stadt sozusagen, der schnellste Marathon der Welt ist, zumindest um 11.05 Uhr. Es wird heute noch in Rotterdam gelaufen, aber aktuell ist die Jahresweltbestzeit nicht weit weg von Geto Füleke, 2:05:28, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat auch bei der Pressekonferenz gesagt, wenn das Wetter sehr, sehr gut ist, ist sein Ziel die Weltbestleistung. Wenn es nicht so gut ist, dann nur der Streckenrekord. Wobei das nur setzt man das unter Anführungszeichen. Aber er hat so gesagt, das ist völlig recht. Also Füleke in Neongelb, genauso wie sein Freund und Laufkollege Sisay Lema, der auch gesagt hat, wir sind Freunde, aber dann, wenn die Pacemaker draußen sind, dann machen wir es uns aus, wer das Rennen gewinnt. Das werden wir nicht zu Feinden, aber Konkurrenten. Genau, bei Kilometer 30 in etwa sein, wenn die Pacemaker so lange durchhalten. Das ist zumindest die Aufgabe dieser Läufer. Stephansdom im Hintergrund und jetzt kurz zur Strecke. Also wir haben schon gesehen, Start in der Wagramer Straße, dann geht es über den Praterstern hinein in die Hauptallee. Da gibt es dann noch ein Wiedersehen, aber dann von der Urania auf den Ring an der Oper vorbei hinaus bis in den Westen nach Schönbrunn, die westlichste Stelle. Und in der Maria-Hilfer-Straße geht es zurück zum Halbmarathon. Und wer dann noch weiterläuft, muss hinaus zur Friedensbrücke und kommt dann wieder in den Prater, wendet beim Ernst-Tappel-Stadion, dann beim Lusthaus. Und dann geht es in den dritten Bezirk und die letzten paar Kilometer hin zum Heldenplatz bei der Hofburg ins Ziel.
Was sind deiner Meinung nach die Kriterien für Hobbyläufer und auch für Spitzenläufer an dieser doch durchaus schnellen Strecke in Wien? Ein wichtiges Kriterium ist, und das hat sich immer gezeigt, wenn die Bedingungen schwierig sind, ist so, dass man in Wien ja die Option hat, beim Halbmarathon, wenn es einem nicht gut geht, als Marathonläufer abzubiegen. Ja, oft ist es so, dass das so getrennt ist, dass man entweder oder das eine oder andere machen kann. Hier habe ich die Chance, wenn ich die Marienhoferstraße runterkomme und sage, eigentlich läuft es heute nicht, gleich ins Ziel einzulaufen. Die Eliteläufer nehmen diese Option kaum wahr, das gibt kein gutes Bild. Ansonsten ist es schon so, dass auch beim Wind, den wir heute haben, beim Westwind, die Phase ab der Oper hinaus, Windzeile bis Schönbrunn, sicher heute ein entscheidendes Merkmal ist, dass man dort wirklich ein bisschen einen Windschatten finden kann. Dann kommt die größte Steigung beim Technischen Museum, bis man auf die obere Marie-Hilfer-Straße draußen ist. Und dann rollt es aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, also man weiß auch, dass man in Wien auf der zweiten Hälfte sehr, sehr gut laufen kann. Ja, immer wieder Negativspitz, die wir hier gesehen haben. Aber an sich ist schon so, wie die Strecke jetzt mittlerweile in Wien angelegt ist, dass man wirklich einen Hochgeschwindigkeitskurs hat. Und das hat der Peter Felecke eigentlich letztes Jahr auch eindrucksvoll bewiesen. Und wir tracken jetzt einmal die Spitzengruppe, die sich schon in Richtung des 10. Kilometers begibt. Kurzer Zwischenstand. Wir halten etwas mehr als 20 Sekunden hinter der Pace des letzten Jahres. Also eine knappe halbe Minute hat die Spitzengruppe auf den Rekord verloren. Vielleicht eine Art Einteilung, du hast schon gesagt, die Pace in Richtung Halbmarathon ist festgelegt von Marc Milde. Und wie es da vorne ausschaut, das kann uns jetzt hautnah unser Motorradreporter Johannes Hahn berichten. Erstmals, Giovanni, wie tun sich die Spitzenläufer? Ja, hier alles in Ordnung. Die Topgruppe vorne mit einem guten Tempo. Man kann auch sehr gut beobachten, dass die Pacemaker hier ganz genau auf jede Sekunde beim Kilometerschnitt achten. Aber hier Coach und Kipkemboi. Die sind ein bisschen hinten nach. Wir haben das immer auch ganz genau verfolgen können. Es waren immer so 2 bis 10, jetzt sind es 15 Meter. Die laufen ihr eigenes Tempo und haben aber den Anschluss zu dieser absoluten Spitzengruppe nie wirklich geschafft. Also, auch das wird nicht sonderlich einfach sein, da immer ein bisschen hinten nach zu laufen und den Anschluss zu der Gruppe um Getubelege nicht wirklich zu schaffen. Jetzt sind wir am Ring, hier ist es wieder ein bisschen schattiger und natürlich auch ein bisschen windgeschützter, bevor es dann weiter hinausgeht. Die Verpflegungsstelle, alles in Ordnung und das Tempo ganz vorne mit den Pacemakern, top. Der Getubelege war im letzten Jahr äußerst konstant, er hat dann sogar noch zugelegt, eben auf Kilometer 30 einen 2,46er Kilometer, also 2 Minuten 46 draufgesetzt und sich dann abgesetzt von der restlichen Konkurrenz. So, jetzt eines der schönsten Bilder, die wir auch wieder liefern dürfen aus der Luft, das Schloss Belvedere. Schloss Schönbrunn folgt später, bei Kilometer 16 etwa, aber das sind natürlich auch Anblicke, die man sonst als Tourist oder auch als Person, die durch Wien geht, nicht so in der Form bekommt. Echt zum Genießen. Und immer wieder staunt, wirklich, welch schöner Platz oder Wien ist, ja. Muss man ganz ehrlich sein. Der Sport, Tennisplätze mitten in der Anlage. Wir sind da auf der Ringstraße jetzt. In der Innenstadt, ganz genau. Ja, also die eine Passage, die ja dann noch einmal kommt, wo es dann wirklich schon ganz, ganz ernst ist. Jetzt geht es nicht hin zum Heldenplatz, denn es wird davor abgebogen. Also bis zur Wiener Staatsoper werden die Top-Leute jetzt laufen an der Ringstraße. Danach wird erst fortgesetzt, wenn sie zurückkommen aus dem Westen Wiens von der Marie-Hilfer-Straße. Die Spitze bei 31 Minuten. Vor kurzem der 10. Kilometer absolviert worden. Das Ganze ist eine halbe Stunde entfernt. Immer noch dicht gesäumt die Reichsbrücke über der Donau. Von den noch startenden Läuferinnen und Läufern schauen wir jetzt einmal zur besten Dame. In dem Fall sind es viele Damen, die dann noch in der Spitzengruppe laufen. Und Martin Lang ist bei ihnen am Motorrad. Ja, Sie sehen die gemischte Gruppe zwischen der Damenspitze und natürlich auch vielen Halbmarathon- und Marathonläufern im Moment an der unteren Donaustraße. Und
Caroline Ceppone mit F2, mit Startnummer 2, hat sich bis jetzt übrigens mit Führungsarbeit zurückgehalten. Die hat sie hauptsächlich Anna Hahner und auch der Schweizerin Maja Neunschwantner überlassen. Der Schweizerin merkt man ein bisschen an, dass sie sich diesen Streckenabschnitt quasi nicht wirklich angesehen hat, aber das Tempo ist nach wie vor sehr gut, eigentlich alles im Zeitplan, nur wie gesagt, bis jetzt alle Läuferinnen einmal getrunken bei der ersten Labestation im Prater. Allerdings merkt man auch, wenn die Läuferinnen ganz kurz die Blicke wechseln, dass sie gerne hätten, dass Ceppone auch hier an den unangenehmeren Streckenabschnitten Führungsarbeit übernehmen könnte, sollte, dürfte. Ja, Michael, Caroline Ceppone hat natürlich ganz schlechte Erfahrungen im letzten Jahr gemacht. Sie war die designierte Siegerin, ist auf den letzten paar hundert Metern dann eingebrochen und wir kennen ja die Geschichte, haben sie auch schon gehört. Sie wurde danach behandelt im Ziel, war wirklich ganz, ganz angeschlagen und danach hat, aufgrund der Mittel, die sie bekommen hat und dann bei der Dopingkontrolle sofort drangenommen wurde, eben das Meldesystem oder der Alarm angeschlagen und es war eine positive Dopingprobe, wurde dann in den nächsten Wochen erst aufgeklärt, auch von Rennarzt Christian Gebler, der eben dann der IAAF gemeldet hat, dass sehr wohl die Mittel im Körper von Ceppone und seiner Notbehandlung hier in Wien gekommen sind. Unangenehme Situation natürlich, auch für die Athletin. Da ist in der Informationskette einfach irgendwas schiefgelaufen. Aber da sieht man, wie heikel das alles ist. Ne? Ja, in dem Fall war ja wirklich, man war so fast ein bisschen Gefahr im Verzug. Die musste wirklich behandelt werden, das war ein Akuteinsatz. Da ist, glaube ich, nicht entscheidend, was man schlussendlich verabreicht, sondern man muss dem Menschen, der Athletin, sofort helfen. Das hätte man vor Ort sicher ganz leicht gern können, indem der Arzt mitgeht, sofort im Endeffekt alles aufschreiben lässt. Wir sind bei der Staatsoper, jetzt wird abgebogen. Johannes Hahn ist bei der Spitzengruppe, die an dieser Stelle jetzt gerade vorbeikommt. Ja, wir sind bei der Spitzengruppe und da sind plötzlich nur mehr weniger Läufer zu sehen. Das ganze Feld hat sich auf dem Stubenring doch deutlich dezimiert. Gelo Feleke hat nur mehr einen Pacemaker bei sich, zwei sind schon zurückgefallen, doch recht deutlich. Und auch einer, von dem man erwartet hat, dass er eine Zeit lang zumindest das Tempo mithalten kann. Die Nummer 6, Sihai Gena, ist nicht mehr mit dabei. Das heißt, um Gelo Feleke drei Kontrahenten oder Mitläufer und ein Pacemaker, der noch vorne das Tempo macht. Aber das ist doch etwas überraschend, dass schon hier am Ring hier das Feld, das Spitzenfeld sich so dezimiert hat und hier vor allem eben die Tempomacher, da das Lauftempo der absoluten Topläufer nicht mehr mithalten konnten. Dieses Feld hat sich hier an der Spitze jetzt doch deutlich auseinandergezogen. Ja, wir sehen hier eine Tafel, letzter Kilometer in 3:05 bei der Spitzengruppe gelaufen. Zielzeit 2:06:50, das ist mal eine Hochrechnung. Natürlich sollten sie langgasen, vor allem hinaus nach Schönbrunn, aber das ist die, du hast es auch beschrieben, härteste Phase. Es geht leicht bergauf, es ist meist auch Gegenwind. Göriet, der traumhafte Blick natürlich hier auf das Wahrzeichen da in Schönbrunn. Dort werden die Herren in Kürze hinkommen. Das ist dann in etwa bei Kilometer 16. Da ist dann auch die erste Übergabe der Staffelläufer. Also die zweite Gruppe an Staffelmarathonläufern wartet eben da vor dem Schloss Schönbrunn. Und abgerissen ist jetzt Noriko Higuchi, die Japanerin aus der Spitzengruppe. Wie weit ist sie weg? Martin Lang ist bei ihr, der kann das ganz genau beschreiben. Ja, sie ist praktisch bei der Oper ist sie abgerissen. Hat sicher schon fast 200 Meter verloren und wir zeigen Ihnen einmal mit unseren belgischen Kollegen, mit dem Marc und mit dem Dan und dem Jan, ganz schnell im höchsten Tempo, in der Highest Speed Up, den Unterschied in Metern hier zur Damenspitze bereits. Und sie galt ja als eine der ganz kleinen, in Anführungszeichen, Geheimfavoritinnen für eine Top-Platzierung. Aber da wage ich die Prognose, das wird sich nicht mehr ausgehen, denn dann hat man hier in diesem Bereich schon viel zu viel und auch viel zu früh hier viele Meter verloren. Dreiviertelstunde schon absolviert, das heißt, ein Drittel für den späteren Sieger ist schon lang vorbei. Das ist die Spitzengruppe und wir sehen vier
Läufer und nicht fünf. Das hat einen Grund. Der Einser fällt ab oder hat das irgendwelche taktischen Beweggründe? Geto Feleke verliert da einige Meter. Michael, wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube nicht, dass es ein taktischer Zug ist. Ich glaube nicht, dass die vorne jetzt so ein hohes Tempo an ihm bewiesen, was der kann. Der ist letztes Jahr 2,45 reingelaufen. Da muss ein Problem vorliegen. Ich habe jetzt auch mir eingebildet, dass er sich kurz am Oberschenkel gegriffen hat. Vielleicht. Wir werden mal nachfragen bei unserem Motorradreporter, der natürlich die Spitzengruppe die ganze Zeit ganz genau unter die Lupe nimmt. Johannes Hahn, hast du ein Problem erkennen können bei Geto Feleke? Ja, wir haben das Ganze natürlich auch beobachtet und natürlich mit sehr viel Sorgenfalten. Und ich war vorhin auch bei Wolfgang Konrad, der das Ganze natürlich aus dem Hintergrund auch mitverfolgt und er hat den Kopf geschüttelt. Schon als die Pacemaker weggefallen sind, das war natürlich gar nicht der Plan der Organisatoren. Und jetzt, als wir gesehen haben, dass Geto Feleke innerhalb kürzester Zeit hier seine 20, 30 Meter aufgerissen hat, ja, da hat er gar nicht gut ausgesehen. Der Wolfgang Konrad hat hier das Tempo nicht mehr mithalten können. Es ist auch sehr windig natürlich hier hinaus, die Windseile. Und vorne das Tempo des Pacemakers nach wie vor einwandfrei von Sisse Lemmer. Der folgt ihm an der zweiten Position, aber Geto Feleke einsam und alleine. Der beißt hier, wenn ich ihm hier ins Gesicht sehe. Und man darf gespannt sein, ob er hier in irgendeiner Form noch einmal den Anschluss findet. Ich wage es nicht vorherzusagen. Gut schaut es auf alle Fälle jetzt einmal nicht aus. Ja, wir haben 15 Kilometer absolviert. Wir sind schon hinter der Richtmarke auf Streckenrekord. Und jetzt scheint der Favorit am Weg nach Schönbrunn abzufallen. Ja, Michael, wir haben gesprochen, dass Feleke mit seiner Beste 2 Minuten vor den anderen liegt. Das heißt, wenn ihm was passiert, wenn was auch immer an seinem Sieg dann werden, hindert, dann werden wir keinen Streckenrekord sehen. Also das war die Gefahr. Und ich glaube schon, dass er ein ernsthaftes Problem hat. Dafür ist er einfach zu gut, als dass er da jetzt hier aufgrund dieser Pace abreißen lassen würde. Und es wird dann auch schwer jetzt kommt gleich, wir werden wirklich jetzt sehen, Anstieg Technisches Museum dann hinauf. Wenn die das Tempo aufrechterhalten und er wirklich ein Problem hat, dann wird er dann noch einmal vielleicht verlieren. Und dann ist es aber auch ein weiter Weg. Also dann glaube ich nicht mal, dass wir in Richtung Ziel sehen werden. Wir kommen jetzt hier dann zur Staffelübergabe zur 15-Kilometer-Marke. Genau, da links sehen wir auch schon die Startnummern zur Orientierung auch für die 16-Kilometer-Marke, entschuldige. Staffelläufer, damit sie dann hier schon bei der Übergabe auch wissen, wo ihr nächster Partner, ihre nächste Partnerin zu finden ist. Die Staffeln 16,1 bis hierher, die längste Strecke, die Damen und Herren, die hier weglaufen, müssen nur 5,7 Kilometer laufen. Die nächste Übergabe dann gibt es beim Schottentor und der Mölkerbastei dann 9,1 Kilometer zu laufen und die Schlussgruppe muss 11,2 Kilometer zurücklegen. Also man kann sich da unterschiedlichste Distanzen aussuchen, um in einer Staffel mit dabei zu sein. Es kommt jetzt für den Geto Feleke ein ganz ein schwerer Moment. Die rennen nämlich jetzt im nächsten 500 Meter beim Athletenhotel vorbei. Und wenn damit er nicht abbiegen, bitte. So richtig schlecht geht, dann. Und du siehst eigentlich, da oben ist mein Zimmer, da ist mein trockenes Gewand. Also wir haben das im Marathon schon gehabt, wo ein paar, in London war das so, da rennst du durchs Tower Hotel durch und da sind immer ein paar abgebogen, die dann im Endeffekt, wenn es nicht funktioniert hat. Aber das hoffen wir nicht, aber der Abstand wird größer. Das ist vorbei. Ja, also das schaut nicht gut aus. Im Auto haben wir Gitane Tessema gesehen, seinen Trainer, der jetzt eigentlich ja nicht mehr sein Betreuer ist. Und wir sehen es mit freiem Auge, dass sich da die Spitzengruppe deutlich löst. Von Geto Feleke war ja im Vorjahr die große Konstante, der ein hohes Tempo durchgezogen ist, der jetzt eigentlich noch besser in Form zu sein schien. Hat Magenprobleme gehabt jahrelang, die hat er in den Griff bekommen, hat uns erzählt. Also daran hapert es jetzt nicht mehr, aber der Tag einer Höchstleistung ist halt. Er ist erst Anfang März einen sehr, sehr guten Halbmarathon in Barcelona gelaufen mit einer 60er-Zeit. Also da hat schon vieles darauf hingedeutet, dass er in einem sehr guten Zustand ist. Wir werden vielleicht im Interview dann erfahren, was ihn heute so früh im Endeffekt schon große Probleme bereitet hat. Es ist ganz spannend, wenn man jetzt wieder sieht, die Startnummer 2. Sisse Lehmer, was der für eine Oberschenkelmuskulatur hat. Für einen Marathonläufer ist sehr ungewöhnlich. Gilt auch für Geto Feleke, haben wir vorher schon mal kurz angedeutet. Die Kenianer natürlich meist eher wirklich schmächtig, also zarte, dünne Läufer. Und die Äthiopier, vor allem die beiden, die du ansprichst, also Geto Feleke und Sisse Lehmer, ungewöhnlich muskelbepackt. Also jetzt sind sie nur mehr zu dritt vorne. Ja, auch
weit vor der Hälfte. Bayena aus Eritrea, also das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Wir sind bei 50 Minuten, noch lange nicht bei Hälfte dieses Rennens. Und in Wahrheit haben wir nur noch zwei Athleten, die ins Ziel laufen wollen. Die Nummer 2, Sisse Lehmer, und die Nummer 14. Und der war auch noch nie in einem Ziel beim Marathon, weil er debütiert, der Kenianer Simotwo. Erstaunlich. So, wir jetzt das Dänische Museum. Aber das ist auch der Kernpunkt. Ich habe es vorher angesprochen, der Strecke nach Schönbrunn, der Anstieg zum Technischen Museum. Wenn es dir da auch schon schlecht geht und die vorne das Tempo aufrecht halten, dann kann man nicht mit. Ja. Es dauert jetzt noch ein Punkt, obere Marie-Hilfer-Straße, und dann geht es im Endeffekt ab dem Gürtel wieder richtig bergab. Jetzt haben sie auch Rückenwind. Das heißt, jetzt ist das Tempo wieder sehr, sehr hoch. Wir werden wesentlich schnellere Kilometer jetzt sehen. Ja, wir haben die letzten Kilometer knapp über 3 Minuten Kilometer Zeit gehabt. Und das war zu erwarten. Das ist aber nichts, wo man abreißen muss als Top-Läufer. Ja. Also das heißt, ich schließe daraus, da wird sich deiner Meinung nach nichts mehr bewegen, wenn ich ans Vorjahr erinnere, als Anna Hahner, die Siegerin, die spätere, schon mehr als 2,5 Minuten Rückstand hatte auf die führende Cepkwone. Aber da gab es natürlich, wenn wir sehen, andere Vorzeichen, den Cepkwone ist tatsächlich eingegangen, ist richtig nahezu kollabiert und das Ziel ganz langsam. Ja, wir haben trotzdem eine interessante Konstellation, weil die ja trotzdem jetzt ein Tempo angelaufen sind, dass sie eigentlich von ihrer Bestleistung her noch gar nicht konnten. Also die sind ja auch jetzt nicht so, dass man sagen kann, die haben das Potenzial, dieses Tempo auf jeden Fall durchlaufen zu können. Ja, also auch die könnten noch Überraschungen auf uns zukommen. Probleme kommen. Das kann durchaus noch jemand von hinten kommen, der in einer Verfolgergruppe war. Ich schließe es immer nicht aus. Vor allem wirklich, die Frage ist, wie weit kommt der Pacemaker jetzt? Geht es bis 25 oder vielleicht 30? Weil dann ist es schon ein Zweikampf. Und wenn dann noch einer ausfällt, dann muss man sehr, sehr früh ganz alleine laufen. Und da hinten noch zu sehen, Bayena aus Eritrea, aber nicht mehr zu sehen, Geto Feleke. Das heißt, wir brauchen uns auch keine Hoffnungen zu machen, deiner Meinung nach, dass der jetzt ein bisschen zurücknimmt und dann mit Phoenix aus der Asche daherkommt und ihn nochmal schnappt. Das leistet sich so ein Topläufer nicht. Wir werden ihn auch nicht im Ziel sehen, glaube ich. Würde mich also sehr überraschen. Da sehen wir ganz links sozusagen im Bild die Wende, nicht Wende, aber die Rückkehr sozusagen aus dem Westen vom Schloss Schönbrunn hinein über die Technisches Museum Marie-Hilfer-Straße. Da ist der erste Mann, also die Spitzengruppe, ist schon unterwegs. Die erste Dame wird dann in Kürze zum Schloss Schönbrunn kommen. Und für Geto Feleke ist um 9.51 Uhr das Rennen zu Ende. Und er ist nicht weit weg vom Hotel. Er muss ein Stück zurückgehen, aber schade, schade, schade. Der Vorjahrssieger und designierte Topstar des Rennens. Aber er dürfte irgendwie. Er greift sich auf den Oberschenkel. Also ich glaube, dass da irgendwie was da ist. Das habe ich von Anfang an schon gesehen. Er hat mit der Hand immer runtergegriffen und man sieht auch jetzt, wie er hinkt. Ja, da bleibt er stehen, da ist es vorbei. Wir können davon ausgehen, da muss was Gröberes sein. Sein Trainer ist schon bei ihm da, das sehen wir. Die haben sich vielleicht auch abgesprochen, dass er jetzt keinen Sinn mehr hat unter den Schmerzen, die er da hat. Er hängt jetzt. Also ich glaube, dass er irgendwie Zerrung, Faser ist, was auch immer. Schaut jetzt einmal so aus. Und macht nur vielleicht auch bei der Gelegenheit aufklären, Michael, das ist zwar ein Langstreckenrennen hier, wie kann man sich da quasi sozusagen einen Muskel extrem belasten? Natürlich, die laufen da mehr als 20 Stundenkilometer, das heißt, es ist wirklich hohes Tempo, Höchstleistung, und auch wenn es sehr lang ist, ist einfach ein hohes Niveau auf sehr lange Zeit. Das heißt, Extrembelastung will ich damit sagen. Wir haben jetzt 50 Minuten gehabt, also hat es vielleicht irgendeine Vorbelastung gegeben und ein schlechter Schritt. Man weiß noch nicht, vielleicht, wir haben mal hier eine Phase gehabt, wo einer der Läufer auf einen Randstein gestiegen ist und plötzlich hast du einen, du bist vielleicht irgendwo in eine Schiene hineingekommen. Ja. Also wir werden es vielleicht erfahren. Das ist jetzt schwierig zu passieren. Wir haben gesehen, dass er sich relativ früh schon bei der Windseite raus auf den Oberschenkel gegriffen hat. Das heißt, da war irgendetwas. Und das geht dann aber relativ schnell bei dieser doch hohen Belastung. Wir reden von 20 km/h, dass das dann stärker wird. Und er weiß dann natürlich, damit komme ich nicht über 42 Kilometer. Und dann ist es natürlich sinnvoller aufzuhören. Und so wie er jetzt hinkt, ist es schon etwas Ernsteres. Also das heißt, wir werden definitiv einen neuen Herrn Sieger sehen, denn es gibt nur einen Titelverteidiger im Feld und der ist gerade eben ausgestiegen mit Geto Feleke. In den letzten 22 Jahren 19 verschiedene Sieger. Es ist ganz selten, dass einer wirklich noch einmal gewinnt in Wien. Henry Sugut hat es dreimal geschafft, genauso wie Gerhard Hartmann in der Anfangszeit. Sugut läuft nächste Woche in Linz und wir sind da
den Damen. Und da könnte es natürlich immer noch eine Wiederholung geben des Vorjahrssiegs durch Anna Haner oder auch mit Fate Tola, eine, die vor wenigen Jahren zweimal gewonnen hat. Und wie macht für dich hier Maja Neunschwander? Welchen Eindruck? Sie dürfte da die läuft an der Damenspitze. Die läuft einen unglaublich langen kann. Schritt. Also ganz, also das habe schon vorher mal angesprochen, das ist interessant. Die hat einen ganz einen langen Schritt für eine Marathonläuferin, der natürlich eher anstrengend ist. Und vor allem, wenn man es jetzt hier vergleicht zwischen den beiden Damen. Aber ist auch eine, auch wenn man es nicht anschaut, eine sehr muskulöse Läuferin von der Oberschenkelmuskulatur her. Wir schauen mal, ob sie jetzt tatsächlich ganz vorne ist. Martin Lang sieht das jetzt am allerbesten, er ist mit dem Motorrad ganz nah dran. Ja, die beiden Damen, Anna Haner und Caroline Ciappone, sind übrigens hinter mir. Also hier liegen schon gut 50 Meter Distanz dazwischen. Ganz starkes Rennen der Schweizerin übrigens hier bis jetzt hier nach Schönbrunn. Neben ihr auch die Äthiopierin Fate Tola. Übrigens auch der beste Schweizer, Stefan Müller, ist praktisch genau hinter Ciappone. Aber Anna Haner könnte vielleicht, ihre Schwester fehlt, die hat sich am Fuß verletzt, radelt normal immer mit, informiert sie über alles, feuert sie an und heute läuft sie diesbezüglich eher ein einsames Rennen, wenn man die Haner-Schwestern hier als Maßstab nimmt. Aber sie hat immer noch, ebenso wie die Schweizerin, ein ganz leichtes Lächeln am Gesicht. Wird trotzdem sehr, sehr spannend, weil sich das Damenfeld auch jetzt langsam aber doch aufsplittert. Und Christian Flügel haben wir da jetzt auch erstmals im Bild so richtig. Hat er seine Begleiter noch bei sich? Ja, zumindest läuft er vor ihnen. Und wie schaut es aus mit Christian Flügel? Nach Kilometer 18 liegt er 17, 18 Sekunden über dem geplanten Ziel, 2 Stunden 15. Das wäre momentan ganz gut, oder? Ja, vor allem eben diese erste Phase Windzeile raus, eher konservativ zu laufen. Er hat jetzt auch diese Passage mit der Steigung Technischen Museum schon. Ich glaube, gerade runter jetzt Mariahilferstraße holt man mal sofort 10 Sekunden, da geht es so stark bergab. Der ganze Part doch jetzt dann über die Ringstraße, wenn der Halbmarathon passiert ist, also da kann man durchaus, wie gesagt, ein bisschen langsamer anlaufen. Johannes Hahn ist jetzt da bei ihm und seinen Pacemakern. Giovanni, was macht Christian Flügel für einen Eindruck? Wie gut ist er da noch begleitet? Ja, Christian Flügel macht einen sehr guten Eindruck und vor allem, das haben wir heute schon erlebt in diesem Rennen, der ist noch mit all seinen Tempomachern gesegnet. Die machen das Tempo, ich habe mich ein bisschen erkundigt. Das, was vielleicht ein bisschen ein Problem in der Anfangsphase war, dass hier die richtige Linie gewählt wird. Also da sind sie sich nicht ganz so sicher. Es gibt immer wieder auch Anweisungen, intensive Anweisungen, dass jene Athleten, jene Läufer, die das Tempo für ihn machen, auch die richtige Linie wählen, um hier wirklich eben keine Sekunden zu verlieren. Ansonsten eigentlich hat auch er mir gedeutet, der Eindruck ist gut, oder das Gefühl ist gut, vielleicht geht sogar noch ein bisschen mehr, hat ein Betreuer gemeint. Aber grundsätzlich schaut das alles sehr homogen aus und wir dürfen gespannt sein, was für den Österreicher da heute noch möglich ist. Der erste Mensch, der da hereinläuft, ist die Nummer 23.192. Da gibt es einen Schweizer Sieg, Erik Rüttimann. Gewinnt in einer ausgezeichneten Zeit von 1,07 und ja, 40 etwa den Wiener Halbmarathon hier am Heldenplatz. Also für ihn sozusagen der blaue Teppich erstmals in Verwendung, wobei Halbmarathon-Finisher laufen links in Laufrichtung ein. Die Marathon-Elite wird sich dann doch noch auf dem unverbrauchten rechten blauen Teppich, den nur wir so bis jetzt betreten durften, also einen Schweizer haben wir schon, der gewinnt. Vielleicht macht Maja Neunschwander bei den Damen das Gleiche. Die drei haben sie aber jetzt konsolidiert. Weil wir jetzt noch keine Halbmarathon-Durchgangszeit haben. Doch, 1:03:07 haben wir bekommen. 07. Eben, da sind sie 25 Sekunden über der Rekordzeit von Ghetto Feleke. Und weit, wie gesagt, unter dem, was sie bisher gezeigt haben. Also wenn wir jetzt hernehmen, dass die Bestleistung von Cesar Lehmer 2:07:06 ist. Das heißt, da ist er wirklich klar unter dem, was er bis jetzt gelaufen ist. Und vor allem, wenn man rechnet, dass die zweite Hälfte jetzt einfach so wahrscheinlich mit der Windsituation einfacher zu laufen ist. Und wir so bei uns bei den Bildern rausschauen, hat der Wind noch nicht nachgelassen. Und schon der Zweitplatzierte des Halbmarathons, auch mit einem breiten Lächeln, denn jetzt ist auch hier am Heldenplatz schon tolle Stimmung, knapp unter
einer Stunde und 9 Minuten und es ist schon wieder ein Schweizer. Fabian Donz. Also grün ist die Farbe der Sieger bis jetzt hier, oder? Ja. Und wenn man bedenkt, der zweite Mann im Spitzenfeld, die Nummer 14, Simotwo, mit einer Bestzeit von 62 Minuten im Halbmarathon. Aber also dann fertig gewesen, war hier nahezu ähnlich schnell mit 63 Minuten. Wir haben halt keine wirklich Verfolgergruppe jetzt, was wir gesehen haben. Stimmt, wir sehen überhaupt noch nicht, was hinten jetzt los ist. Also wir hoffen, dass wir die Info jetzt nochmal kriegen vielleicht. Ja, das ist auch kein Österreicher, das ist der deutsche Simon Schwarz. Aber der vierte Platz könnte dann an einen Österreicher gehen. Aber die ersten drei sind einmal beim Halbmarathon durch. Gibt natürlich keine Bestzeit, denn es ist schon einmal einen Halbmarathon in Wien gelaufen. Knapp über einer Stunde. Der hieß Heilig Gebrselassie. Da gibt es keine Chance auf einen Streckenrekord. Und immer noch auf der Ringstraße bei der Oper sehr viel Betrieb. Und jetzt kommt der Viertplatzierte. Das ist der erste Österreicher, Robert Gruber. Ja, Klasse M40. Michael? Ja. Du hast dich anstrengen können, ne, gegen den. Ich muss ja arbeiten hier. Ja, vierter Platz im Halbmarathon für ihn. Und bester Österreicher. Salzburger. Knapp über einer Stunde 10. Gratulation. Wir sehen hier Prater Hauptallee. Südostangente im Vordergrund, die meistbefahrene Straße Österreichs. Und dahinter natürlich das Ernst-Happel-Stadion. Ganz markanter Punkt. Da kommt es jetzt zu der immer wieder auch sehr schön und gern gesehene Begegnung zwischen der Spitzengruppe und den Hobbyläufern, die da auch natürlich Zusatzmotivation erhalten. Und wahrscheinlich auch ein bisschen staunen, wie schnell die an ihnen vorbeiziehen. Das ist natürlich auch ganz böse, die rennen schneller, die rennen mit Rückenwind und die rennen auch bergab, während die Hobbyläufer ein niedrigeres Tempo mitlaufen und noch eben die Steigung haben. Also eine Stunde 20 jetzt schon bald vorüber, auch für Christian Flügel. 36 Jahre alt, dreifacher Familienvater, hat gerade in den letzten wenigen Jahren eben begonnen, so richtig professionell zu arbeiten. Es könnte sich bezahlt machen, WM-Teilnahme und vielleicht dann auch in weiterer Folge noch Olympiateilnahme in Rio. Das sind seine ganz großen Ziele. Da sehen wir dann den Weg nach vorne zur Spitzengruppe, die schon die 25 Kilometer Marke hinter sich haben. Einer nach dem anderen wird das sozusagen von unserer Kamera eingeholt. Jetzt geht es ja dann gleich in den neuen Teil, den wir letztes Jahr erstmals gehabt haben. Ein kleiner Abschnitt zwar nur, aber doch eine Änderung. Und da sind sie schon. Sind schon abgebogen. Und wir sehen jetzt, dass das Rennen jetzt hier schon bei Kilometer 26 in eine entscheidende Phase geht. Dieser Lämmer setzt sich ab. Ist jetzt links abgebogen, nur zur Erklärung, läuft nicht wie jahrelang die Schüttelstraße wieder hinaus, sondern biegt eben da links hinein in die Praterstraße, verabschiedet sich sozusagen von der Masse, die dann noch aus dem Prater herauskommt und verabschiedet sich sichtlich auch von seinen Mitstreitern. Denn der Pacemaker ist ausgestiegen, das heißt, die zwei sind jetzt alleine. Und ja, das heißt jetzt trotzdem 16 Kilometer auf sich gestellt. Ja. Und jetzt geht es wirklich nur darum, hat er im Endeffekt genug Kraft, das durchzuziehen. Abstand in ganz kurzer Zeit, sehr, sehr groß, dreht sich auch schon um. Das heißt, das wird jetzt ein sehr, sehr einsames Rennen. Und da können wir wirklich jetzt gespannt sein, inwieweit er jetzt in den Sphären, die er vorgestoßen ist, die er trotzdem nicht kennt, ist zwar heuer in Dubai, weiß, fünfter Platz in Dubai ist immer gut, wo er die 207.06 gelaufen ist. Und kommt halt jetzt in die entscheidende Phase dieses Rennens. Für ihn, wo man sagen kann, ab Kilometer 30 wird es eigentlich erst wirklich spannend. Gibt mein Körper heute alles her. Ja, da kommt einem die Masse entgegen. Das ist hier der Abbieger, den wir vorher gesehen haben. Also da links hinüber. Noch immer weiter breit nichts zu sehen von der weit vorne liegenden Spitze. Und mittlerweile ist die Spitze nur noch eine Person. Sisay Lema. Schon eine Parallele jetzt schon langsam zum Vorjahr, als sich Geto Feleke etwas später
nach Kilometer 30 mit einem Vorstoß komplett lösen konnte und das bis zum Ziel durchgezogen hat. Traust du seinem Teamkollegen, wenn man so will, Landsmann und Freund, eine ähnliche Leistung zu, auch wenn wir gesagt haben, der Unterschied war, Feleke hatte schon eine viel bessere Bestzeit, er noch nicht. Ich glaube, die Frage ist, wie er es jetzt anlegt. Ich meine, er hat seinen Trainer, denke ich mal, wieder im Auto jetzt, der ja beide betreut hat, eigentlich auch den Gento Feleke. Und ob er jetzt vielleicht sogar ein bisschen rausnimmt, um wirklich auch den Sieg heimzufahren, oder ob er dieses Tempo noch weitergeht. Er hat jetzt einen sehr, sehr großen Vorsprung in kurzer Zeit. Das heißt, von hinten droht eigentlich jetzt keine Gefahr. Ja? Und das wird jetzt ganz spannend, wie er das taktisch anlegt und welche Infos er jetzt auch schlussendlich von der Strecke und von den Läufern von hinten bekommt. Zeitmäßig, wenn er sich dann schon langsam Richtung Prater hinbegibt, liegt er bis zuletzt immer noch 30 Sekunden über der Rekordmarke. Das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich knapp über 2 Stunden 6 Minuten. Man muss bedenken, vor einem Jahr war der Streckenrekord 2:06:58. Also es könnte immer noch die zweitbeste Zeit in Wien werden, wenn er das halbwegs durchzieht. Aber vom Gesichtsausdruck her, also er schaut nicht mehr entspannt aus. Also ja, ich glaube, dass es trotzdem noch ein harter Weg wird. Ist jetzt wieder in der Prater Hauptallee, der Wurstelprater, also der Vergnügungspark ist jetzt ja. Lauft er doch wieder. 2006. Der hat mich gehört wahrscheinlich. Er hat gesagt, dem werde ich es zeigen. Ist der auch verkabelt? Schau. Was amüsiert denn da? Ich glaube, er will, dass das Motorrad vorfährt. Vor ihm natürlich darf das nicht. Aha. Ja, dass man bei dem Tempo auch noch reden kann, das bewundere ich. Immer noch exzellent Maier, Neuenschwander unterwegs. Neuenschwander, pardon. Und Fatih Tola könnte theoretisch zum dritten Mal gewinnen in Wien. 2011 hat sie es gemacht, 2012. Aber seit 2012 kein Rennen mehr, mit Ausnahme des Halbmarathons eben vor wenigen Wochen. Schon gewaltig. Aber man sagt ja, das hat man schon sehr oft gesehen, dass die Geburt eine Frau sehr, 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 sehr motiviert und auch beflügelt und ja, wirklich gespannt. Also wenn sie wirklich diesen Halbmarathon in der Vorbereitung eigentlich wirklich nur als Test gesehen hat und sagt, okay, das kann ich locker rennen, dann ist das sicher ein gutes Signal. Und schöne Gruppe noch, sind zu fünft und wissen natürlich, ob der Stärke von der Anna Hahner auf der zweiten Hälfte im Hintergrund. Ja, also ich habe schon ein bisschen gedacht, Damenrennen sehr, sehr spannend, mir sicher bis zum Schluss. Ja, Herrenrennen, a lonely race. Nicht alleine draußen auf der Strecke ist Johannes Hahn. Wir nehmen uns wieder einen Eindruck von ihm, wie es in der Stadt in der Sonne ist, am Motorrad, Giovanni. Ja, ist eigentlich ein wunderschöner Vormittag hier im Prater. Wir verfolgen nach wie vor die Nummer 14, Soleman Simotwo, an der zweiten Position. Es gab hier natürlich auch weitere Kontakte, nicht nur mit dem Führenden, sondern auch mit den nachfolgenden Athleten, mit der Nummer 5, Berache Bejene zum Beispiel, oder auch dann mit der Gruppe um Kovac, die aber schon weit zurück ist. Und ja, es ist halt nicht besonders toll, hier alleine ganze Zeit zu laufen und hier ja keinerlei Kontakte oder Laufpartner wirklich zu haben. Dementsprechend einsam fühlt sich wohl der Mann auch und hinten und vorne tut sich nicht viel. Demgemäß ist es eine ziemlich ruhige Angelegenheit. Der führende Lehmer, der ist schon sehr weit vorne und hier auf der langen Gerade hier im Prater auch nicht zu sehen. Gerade vielleicht, wenn man ganz nach vorne ganz genau hinblickt, die Begleitfahrzeuge. Aber auch das ist schon ein großer Abstand. Und ich bin gespannt, wie der Mann das hier bis zum Finish dann durchhält, dieses Tempo, und auch hier alleine hier eben ohne wirklichen Partner das Tempo durchzuziehen. Oder ob es vielleicht doch noch einer von hinten schafft, heranzukommen. Roman Weger, der zweitstärkste am Papier, hat aufgegeben. Und auch bei Christian Flügel scheint es vorbei zu sein. Also damit ist erstens die Limitjagd zu Ende für Flügel und der beste Österreicher ist offen. Offen, ja, verfügbar. Ja, Simotwo hat trotzdem jetzt noch im Prinzip den Kontakt zum Führenden. Also dahinter sieht man jetzt, wenn man zurückblickt, ewig weit nichts. Ja. Also der Simotwo hat natürlich immer noch im Kopf, schauen wir mal, ob der Cesar Lehmer durchkommt.
der aber noch einen sehr, sehr flüssigen Schritt hat. Aber wie gesagt, wir haben beim Damenrennen letztes Jahr gesehen, bis zum Schluss zuzuwarten, sein Rennen zu machen, kann sich auch bezahlt machen. Wertvoll sein, ja. Wir sehen hier eine ganz besondere Präsentation am blauen Teppich, der Zielgeraden, der Teppich für Europa. Ganz spezielle Schöpfung, 42,195 Meter lang ist dieser Teppich, besteht aus vielen Trikots von Läuferinnen und Läufern. Auch Anna Hahner hat da ein Trikot gespendet und wurde dann noch von Graffiti-Künstlern verfeinert. Der wird für die Vienna City Marathon Charity dann zur Verfügung gestellt und versteigert. Zurück zum Rennen. Beim Lustos jetzt auch der zweitplatzierte Suleiman Simotwo. Immer noch sind die zwei allein auf weiter Flur. Da hinten, wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir den besten Österreicher. Und der ist im Moment einer, der zum ersten Mal in Wien läuft. Simon Lechleitner, der 35-jährige Tiroler, Startnummer 23. Euer Crosslauf, Zweiter bei den Meisterschaften, auch im Jahr 2013 schon Halbmarathon-Vizemeister. Jetzt bekommt er da natürlich seinen Auftritt beim großen Wiener City-Marathon. Schade für die anderen, schade vor allem für Christian Flügel, der ja wirklich einer Top-Zeit nachgejagt ist. Sind dann schon gespannt, warum es nicht geklappt hat, aber momentan Nummer 1 in Rot-Weiß-Rot in diesem Rennen. Und am Weg zum vierten äthiopischen Sieg in Wien ist Sisse Lema bei seinem Debüt in Österreichs Hauptstadt. Aber er lässt sich nicht abschütteln, oder? Findest du schon? Wir sehen, der Zweitplatzierte? Wir sehen jetzt, er sieht nach wie vor, er sieht nach wie vor das Auto des Spitzenläufers. Das sind natürlich trotzdem ein paar hundert Meter. Ja. Und da reden wir halt bei 500 Meter, eineinhalb Minuten, die man erst einmal aufholen muss. Gott sei Dank sehen wir jetzt hier, wenn wir aus dem Fenster schauen, dass der Wind wirklich massiv nachgelassen hat. Das heißt, der Westwind, der vorher war, der die Läufer beim Hinauslaufen nach Schönbrunn durchaus beschäftigt hat, wird jetzt weniger. Vor allem, wenn sie jetzt wieder aus dem Prater raus, Schüttelstraße wieder hinauflaufen und auch den Ring hinauflaufen, ist das ein gutes Zeichen, wenn der dann weniger ist. Und der Sieger wird einer dieser beiden sein. Aber ja, es sind noch so 7-8 Kilometer mindestens an dieser Stelle bis ins Ziel. Kann auch noch viel sein. Locker schaut er halt auch nicht mehr aus. Yes. Aber es ist schwer. Wir haben hier wirklich ein Rennen, das eigentlich nur mehr von zwei Protagonisten getragen wird vorne. Das heißt, man hat doch nicht irgendwie den einen oder anderen Läufer, den man wieder überholen kann. Das heißt, was für die Psyche unglaublich gut ist. Das heißt, das ist jetzt wirklich ein Kampf gegen die Strecke und gegen sich selbst. War leider eben ja schon sehr früh nach knapp 10 Kilometern abzusehen. Am Anfang schon hat sich das Feld sehr weit auseinandergerissen. Ist das jetzt vielleicht mehr oder weniger, Michael, die Strafe, aber die Konsequenz daraus, dass man eben kein allzu großes Spitzenfeld eingekauft hat? Das muss dazu sagen, Geto Fülecke, der ist teuer geworden durch seine Spitzenzeit und auch durch seinen Streckenrekord im letzten Jahr. Dann blieb halt nicht mehr viel Geld über, um andere Spitzenleute in dieser Kategorie einzukaufen und vielleicht eben ein dichteres Spitzenfeld zu haben. Es ist natürlich, wir haben die Läufer jetzt 2,7, 2,8, da waren ein paar da. Wir reden gleich weiter. Michael, denn Christian Flügel ist mittlerweile bereit fürs erste Interview. Leider stehend, nicht laufend bei Martin Lang. Wir stehen ungefähr bei Kilometer 29, 28,7. Christian Flügel, was ist passiert? Ja, ich habe bei 22 massive muskuläre Probleme gekriegt. Eigentlich einen starken Krampf in der linken Wade. Ich habe mich noch bis Kilometer 29 durchkämpft. Ich wollte eigentlich das Rennen beenden, aber ich habe es einfach nicht mehr beenden können. Ich kann nicht mehr am Fuß steigen momentan. Mir tut es irrsinnig leid und ja, das ist eben der Marathonsport. Das ist mein erster Grund, warum dass ich richtig aussteigen habe, jetzt überhaupt bei einem Marathon. Schade, dass das gerade in Wien ist, aber ja, das ist eben Marathon und mir tut es richtig leid momentan. Und ja, aber trotzdem, das Leben geht weiter und ich werde weiterarbeiten und schauen wir mal, was weitergeht. Tempo hätte gepasst oder war es zu hoch? Nein, das Tempo hat super gepasst. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe mich auch bis 22 gefühlt. Aber es ist mir dann irrsinnig eingefahren in der linken Wade.
ich fühle mich muskulär irrsinnig gut, aber jetzt bei 21, aber ich habe einfach nicht mehr am Fuß stehen können. Mir hat der Fuß so weh da, dass es nicht mehr gegangen ist. Es ist ja sehr schön in Prater, aber Sie stehen für einen Marathonläufer sehr ungünstig, nämlich von hier ist es nicht leicht zurückzukommen. Vielleicht kann ja die Marathonorganisation aushelfen, Ihnen jemand vorbeischicken. Ja, das wäre eine gute Hilfe, wenn jetzt irgendwie ins Ziel kommt zu meiner Frau. Alles Gute, danke. Na, während wir hier Maja Neunschwander sehen, die jetzt ein paar Meter zwischen sich und Fatih Toller legen konnte, ihre Tempomacher natürlich noch bei sich hat, möchte ich anschließen an das, was Christian Flügel gesagt hat. Es ist eine Extremsituation, es ist ein hohes Risiko, das er eingegangen ist. Er läuft quasi über seiner bisherigen Bestzeit. Muss man das mehr oder weniger in Kauf nehmen, dass einen dann eine Kleinigkeit, die sich dann groß auswirkt, natürlich in Schmerzen aus der Bahn wirft? Also ist das ein kalkuliertes Risiko, wenn man so hohes Tempo anschlägt? Es kann immer was passieren und natürlich, er wollte dieses Limit. Ja. Und damit muss ich auch sagen, ich muss 1:07:30 anlaufen, dass das ungefähr geht. Das hat er hingebracht. Aber dass natürlich immer was passieren kann, das wissen wir, das weiß auch er. Es ist trotzdem, das sind jetzt Situationen, die du im Training hast, warum dann plötzlich eine Muskulatur im Endeffekt zumacht, warum der Muskeltonus zu hoch wird etc. Das ist eben die Frage. Habe ich im Bereich Mineralstoffe im Körper zu wenig gehabt? Das ist ja trotzdem etwas, was ich sage, das ist, Risiko ist immer da. Ja, also ich habe das in meinen ganzen 12 schnellen Marathons nie gehabt. Also man versucht vorher natürlich viele Dinge auszuschließen. Manche kann man nicht ausschließen und es ist natürlich bitter, weil gerade im Marathon, du hast 2 Chancen pro Jahr, du setzt alles darauf hin, er hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld investiert, sehr, sehr viel Zeit investiert, ja. Man hat sehr viel zurückgesteckt und dann scheitert es so und das ist bitter, keine Frage. Ja, vor allem, wenn also der Rest des Körpers sozusagen hat super mitgespielt, auch noch in der Phase des Rennens. Wir sind halt trotzdem bei 22 bis 29. Ich sage, es wird halt erst bei 30 bis 35 wirklich spannend, ob es dann wirklich geht oder nicht. Ja. Das ist der Bereich ganz vorne. Mittlerweile bewegt sich Sissel Lehmer bei Kilometer 35 schon wieder raus aus dem Prater. Die Zwischenzeit ist jetzt etwas mehr als eine Minute über der Bestmarke. Also ich würde mal sagen, im Bereich 2:07. Sein Vorsprung waren, wenn ich es richtig gesehen habe, 2 Minuten. Auf den Verfolger, auf Suleyman Simotwo, bei dem man immer wieder betonen muss, der hat noch nie einen Marathon beendet. Wurde auch noch nicht bestritten. Das heißt, bei ihm jetzt auch Neuland natürlich. Es gibt in Wien nur 2 Zeiten unter 2:07. Das waren die Streckenrekorde aus dem Jahr 2012 von Henry Sugut und eben jener aus dem Vorjahr, der überragende in 2:05:41 von Geto Feleke. Nachdem der nicht mehr im Rennen ist und auch eben muskulär angeschlagen war, jetzt kein Streckenrekord, aber es kann sicher eine Top-3-Zeit werden. Also die drittschnellste Zeit von Gilbert Jegon, 2:07:38, ist im Bereich des Machbaren noch immer für Sissel Lehmer. Einsame Spitze, aber nicht ganz einsam, denn Johannes Hahn am Motorrad begleitet die Top-Athleten durch Wien. Ja, wir sind hier schon über die Franzensbrücke wieder reingegangen Richtung Ring und es schaut ganz gut aus, wie er das macht. Auch Michi Buchleitner hat das natürlich viel besser erkannt als ich. Allerdings zuvor draußen auf der Schüttelstraße, da war es doch recht bedeckt und sehr windig. Also da waren keine schönen, keine angenehmen Laufbedingungen. Hier ist es wieder ein bisschen geschützter herinnen, aber er ist halt ganz alleine unterwegs. Und es hat auch eine ganz nette Szene noch in der Praterallee drinnen gegeben, als ihm ein Tempomacher entgegengekommen ist, der eigentlich hier bis zu Kilometer 30 vorne mitlaufen hätte sollen. Auch ein Landsmann aus Äthiopien und der hat ihm zugejubelt und hat ein bisschen vielleicht noch aufgebaut für die letzten Kilometer. Und dementsprechend präsentiert er sich jetzt auch hier auf dem Weg zurück auf den Ring, Sissel Lehmer. So. 7, 8, 9 Minuten werden wir Sissel Lehmer noch sehen, bis er hier am Heldenplatz dann auch als Erster über die Ziellinie geht. Christoph Sumann trifft Christian Flügel. So ist es. Was der Summe während so einem Marathon alles macht, außer laufen und reden. Bewundernswert, oder? Hat sonst immer Zeit zum Schießen auch noch gehabt. Stimmt, das Schießen fällt ja weg. Das ist wahr, ja. Braucht er Nebenbeschäftigung. Genau, sonst ist ihm langweilig.
Nein, ich bin wirklich so begeistert. Also spricht dabei, lacht immer. Schimpft ein bisschen, ja. Aber das kennt man ja. Wird er selbst ja schön, im Männerrennen gar nicht so schlecht abschneiden, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn er so weitermacht, rennt er wirklich klar unter 3 Stunden. Hinter dem besten Österreicher ist er nicht mehr allzu weit, muss man sagen. Ja, der wird schon Richtung 200. Einige Minuten schon. Ja, aber nein, er hat ja wirklich gesagt, so richtige Vorbereitung hat er nicht gemacht. Also man sieht schon, dass da halt wirklich noch sehr, sehr viel Leistungssportler in dem Kerl steckt. Ja, der vor etwas mehr als einem Jahr seine aktive Laufbahn beendet als Biathlet. Und natürlich mit Ironman in Klagenfurt, letztes Jahr mit dem Rad, Marathon quasi mit Race Around Austria, schon einige Bestleistungen oder einige Höchstleistungen geboten. Also wenn man da jetzt so ein bisschen zurückschaut, müsste man sagen, nimmt den Alois Stadler her, dann sollte der österreichische Leichtathletikverband so ein bisschen zum ÖSV wildern gehen, ja. So die dort aufhören, für den Marathonlauf akquirieren. Schöner Schritt, wirklich. Also der hat dazwischen schon einmal schlecht ausgeschaut. Also wirklich Windzeile raus. Ich habe auch schon gedacht, na, knatscht ein bisschen im Gesicht, aber vielleicht auch jetzt wirklich den Sieg im Visier. Gefällt mir wirklich gut, extrem kraftvoll, sehr langer Schritt auch. Jetzt, wenn man so seitlich anschaut, ist ein bisschen so vom Schritt auch wieder heile ist. Also langer Schritt, ja, kraftvoller Schritt, diese muskulösen Läufertypen. 2 Stunden sind vorbei. Ja, jetzt hat er das Ziel sozusagen tatsächlich förmlich vor Augen. Und Martin Lang, der ist in der Prater Hauptallee bei den Damen. Wie ist denn da im Moment die Rennsituation? Das ist die dritte Damengruppe. Agnes und mit Startnummer 3, Caroline Chepkwon. Ein Blick nach hinten, ein ganzer kurzer Blick nach hinten. Da hinten ist die Gruppe mit Anna Hana, wenn der Jan die Kamera ganz kurz schwenken könnte. In diese Richtung. Hier hinten sehen Sie die Deutsche. Es ist ein bisschen enger geworden und wir zeigen Ihnen natürlich auch noch, wie weit es bis zur Spitze ist. Und zwar von Anna Hana zu Caroline Chepkwone, die Prater Hauptallee, jetzt so schnell wie möglich. Hier ist relativ viel Platz bis zur Schweizerin. Also der Abstand in Metern ist etwa 400 bis zur Schweizerin, bis zur Top Number One hier F4. Und ich würde mal die Prognose wagen, wenn ich mir die Läuferinnen anschaue, dann bei einem Experten mit dem Michi Buchleitner, dass das durchaus auch aufholbar ist. Hier läuft die Schweizer. Dann fragen wir den Experten gleich. Was sagst du? Mal 9 Schwand davor ist der Cemtai und dahinter dann weitere Gruppen. Wir haben noch eine halbe Stunde und hier sind wir jetzt den besten Österreicher. Simon Lechleitner, der jetzt das Privileg hat, als erster Österreicher da möglicherweise über die Ziellinie zu kommen. Hat auch jetzt noch wirklich diesen Bonus, seinen Pacemaker noch dabei zu haben. Und ich glaube nicht, dass das Rennen schon ganz entschieden ist bei den Damen. Also das sind noch viele jetzt eigentlich. Das sind schon kompakt noch ein paar Läuferinnen, wo die eine oder andere vielleicht sich wirklich das Rennen ein bisschen anders einteilt. Und ich habe mit der Anna Hahn jetzt auch vorher gesprochen, die eigentlich gesagt hat, sie hat die beste Vorbereitung ever gehabt. Die weiß, dass sie hinten raus richtig noch zusetzen kann. Wird natürlich, wie gesagt, von den Gegnerinnen abhängen. Und während bei Männerrennen wirklich alles gelaufen ist, ist bei den Frauen vielleicht nicht die erste Position, aber hinten Platz 32 noch sehr, sehr viel drinnen. Das wird schon spannend, denn Anna Hahn hat am Papier fast eine 3 Minuten bessere Marathonzeit als Maja Neunschwander, also da werden wir sehen, ob es da sozusagen zu einem Umsturz von der Papierform kommen kann. Also auf der Ringstraße, 2 Stunden, 3 Minuten schon unterwegs. Sisse Lema, jetzt ist kein Zweifel mehr, dass Äthiopien nach Getu Feleke im letzten Jahr wieder den Windsieger stellen wird. Insgesamt zum 4. Mal in der Geschichte dieses Rennens. 12-mal hat Kenia gewonnen, aber die Zeiten sind im Moment vorbei. Gerade mal Rang 2 ist im Moment diesem Prestigeduell Äthiopien-Kenia. Die Kenianer möglich. Und sehr, sehr gut besucht. Nicht nur draußen die Strecke, sondern auch schon der Heldenplatz. Sie sehen hier das Heldentor. Blick auf die beiden Museen. Dafür wird Sisse Lema keinen Blick haben. Aber viele andere Menschen können bei herrlichem Wetter diese Gelegenheit nützen. Das sind die Marathonläufer und Läuferinnen bzw. Halbmarathonathleten, die jetzt abbiegen dürfen. Die anderen müssen da noch weiter, haben jetzt die Hälfte erreicht. Das heißt, sind im Bereich um 4 Stunden und ein bisschen was unterwegs. Denn er,
eine Minute früher weggelaufen und wird aber zwei Stunden früher im Ziel sein. Ja, gefällt mir gut. Vielleicht ein Weg, ein neuer Weg beim Marathon, dass auch die kraftvollen Läufer jetzt eben für diese schnellen Zeiten dann sorgen können, die in den letzten Jahren ja massiv besser geworden sind. Es ist immer diese Frage. Man weiß heute, dass das Glykogen in der Muskulatur eingelagert wird. Ergo, je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr Glykogen kann ich einlagern. Also immer so ein bisschen die Frage zwischen dem Gewicht, das die Muskulatur hat, das sie mitnehmen muss, und natürlich im Endeffekt den Energiereserven, die da sind. So, einmal noch raus auf die Ringstraße, einmal noch zu Sisse Lehmer, direkt hinaus. Dort ist Johannes Hahn. Ja, das ist eine unglaubliche Atmosphäre hier am Ring. Es wird ihm zugejubelt von den tausenden Fans entlang der Straße. Und er zieht hier die letzten Meter hinein Richtung Heldentor. Und ich glaube, er kann es schon genießen. Ich sehe ihn leider jetzt nicht von vorne, aber ich kann mir vorstellen, dass er freudig in Erwartung ist. Wir sehen hier die Zeit mitlaufen, 2:05:20 zurzeit, die angezeigte Laufzeit. Und auf den letzten Metern hier wird er sicher noch einmal alles aus sich rausholen. Alles Gute für die letzten Meter. Also es ist ähnlich wie im Vorjahr, ein dominanter, ein überlegener Sieg. Auch da hat Geto Feleke am Ende einen riesen Vorsprung gehabt. Den Streckenrekord passieren wir jetzt gleich, ja. 2:05:41. Ein Stück hat er noch. Ja. Aber wir bleiben dabei, auch wenn der Streckenrekord nicht gefallen ist. Das konnte man in Wahrheit auch nur von Geto Feleke realistisch erwarten. Es wird ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Und Sisse Lehmer, ja, 2:07:06, das wäre seine Marathon-Bestleistung. Vielleicht ist das noch möglich. In Kürze biegt er rechts hinein auf den bummvollen Heldenplatz. Unglaublich viele Menschen, wenn wir da hinausschauen beim Fenster. Ich kann mich nicht erinnern, ob es jemand so voll war. Wird sich leider nicht ausgehen mit seiner Bestleistung. Ich schätze, dass er so eine 2:07:20-30 laufen wird. Ja, das wäre die drittschnellste Zeit, die jemals in Wien gelaufen wurde. 2012 und 2014 waren die zwei schnellsten Zeiten. Jetzt ist er da schon auf den Straßenbahngleisen, dort wo im Vorjahr Anna Hahner den Sieg geholt hat gegen Caroline Cepkwony. Die letzten 250 Meter in etwa. Und Sisse Lehmer hat es durchgezogen. Man sieht aber trotzdem an, dass ihm sichtlich jetzt dieser Anstieg der letzte schon ganz schön Kraft gekostet hat. Also der ist schon noch am Limit. So, 200 Meter hat er noch. Ja. Wie schnell ist er? Also 2:07:06, das wäre sein persönlicher Rekord. Den schafft er nicht, da müsste das Ziel am Heldentor sein. Aber jetzt gratulieren wir dem Sieger 2015 des Vienna City Marathons. Er wird, das ist sicher, eine der drei schnellsten Zeiten in der Geschichte Wiens gelaufen sein. Und er ist zum dritten Mal ein Sieger eines Marathons. Bei seinem Debüt in Wien ist erstmals der Vienna City Marathon. Und die Zeit reichen wir gleich nach. Tolle Leistung von Sisse Lehmer. Es war nicht leicht. Er hat kaum einmal Unterstützung von Pacemakern gehabt. Die waren ziemlich schnell draußen. Die Gruppe war sehr klein und er hat ein exquisites Rennen abgeliefert. Offizielle Siegerzeit. 2:07:31. Also letztlich 1:50 hinter dem Streckenrekord und knapp über seinem eigenen persönlichen Bestwert. Sisse Lehmer. Ja, die Kollegen von den drei haben gewonnen, eine Minute später gestartet und haben tatsächlich mit 42 Österreichern pro Kilometer eine bessere Gesamtzeit geschafft als der Marathonsieger in Wien. Aber ihn interessiert das wenig, denn er ist der Champion. Und neben dem Ruhm des Siegers, sicher sein größter Marathonerfolg, Gold Label Rennen in Wien, gibt es ja auch noch erstens Preisgeld und zweitens Einladungen wahrscheinlich in Zukunft. Großen Rennen mit gutem Startgeld. Auch wieder natürlich nach Wien. Also man freut sich immer, wenn der Feuersieger kommt. Hut ab, das aber ist auch Duncan Coetz übrigens, Entschuldige. Wenn er Zweitbester ist, dann ist irgendwo unterwegs Suleiman Simotwo verloren gegangen, die Nummer 14. Was man aber schon gedacht haben, oder? Als der aus dem Prater rausgelaufen ist, dass der nicht sehr langsam gewirkt, gell? Sehr rund ausgesehen hat. Er kommt jetzt dann auf den letzten Kilometer, also hat einen Riesenabstand. Also wir werden diesmal keinen zweiten Läufer
wenn das jetzt das Bild ist, ja, unter 2.10 haben. Und es war ja durch die Reduzierung von einigen angemeldeten Top-Athleten, die aus verschiedenen Gründen dann nicht kommen konnten, nur noch ein Feld von 5 Läufern unter 2.11 Bestzeit. Das wirkt sich natürlich jetzt aus. Maja Neuenschwander immer noch beste Dame, die Schweizerin. F7, die 35-Jährige. Ein paar Marathonläufer, Geher, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Mit Kind und Kegel unterwegs tatsächlich. Es ist ein toller Event, einfach ein Familien-Event. Ja. Jetzt bei der Staatsoper der designierte Zweitplatzierte Nummer 3, Duncan Kovac. Letztes Jahr war er lange in der Spitzengruppe, wurde dann Vierter. Und jetzt hat er es anders gemacht, war lange Zeit im Hintertreffen und jetzt kommt er doch noch aufs Podest. Der läuft seinen sage und schreibe 22. Marathon. Letztes Jahr ist er 5 Marathons gelaufen, 2014. Eigentlich auch eine Ausnahmeerscheinung, oder? Ja, ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Also man weiß schon, so 2 bis 3, ja, sind machbar. Ob er sich da selber Gutes tut. Aber es ist natürlich die Jungs, die Topläufer, die müssen natürlich auch Geld verdienen. Also die sagen auch ganz klar, muss meine Familie, die wollen sich auch ein Land zu Hause kaufen und so weiter. Also da geht es natürlich auch um das Geld. Und wenn ich es vielleicht in der Qualität nicht schaffe, dann muss es vielleicht über die Quantität gehen. Ja. Und ja, wird doch hier im Endeffekt den zweiten Platz erringen. Heute macht er 7.500 Euro für diesen zweiten Platz. Der Sieger bekommt das Doppelte, 15.000 Euro, und zwar bei Damen und Herren gleich. Und mit einem doch sehr deutlichen Abstand zur Siegerzeit, die erst 2.07.31 war offiziell. Während Sissa Lehmer seine Ehrenrunde schon beendet hat, schon wieder zurückkommt von der Zielgeraden, kann er dann in Kürze dem Zweitplatzierten gratulieren. Duncan Kovac, dem 33-jährigen Kenianer. Sieht man aber auch, was der Suleiman Simoto wirklich jetzt dann, ja, vielleicht ist sogar ausgestiegen, wir wissen es nicht, wir haben jetzt keine Information dazu. Aber na, wir sehen ihn hier. Ja. Da, schau, dort, da haben wir ihn schon. Wie auf Kommando. Auf Kommando. Aber er läuft weiterhin locker aus. Vielleicht wird er noch Dritter. Wir werden es dann sehen, ob dazwischen noch einer war. Jedenfalls der zweite Platz, der geht an Duncan Kovac. Zeit natürlich nicht gut, muss man sagen, jetzt sportlich gesehen. Knapp an der Marke von 2 Stunden 12 Minuten. Österreichischer Rekord liegt ja bei 2 Stunden 10, 47 von Günther Weidlinger. Deine Bestzeit, Michael, in diesem Bereich hier, gell? 2, 12, 43. Ja. Also, da wärst euer weit vorne. Kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal mit meiner persönlichen, ja, Bestzeit, ja, damals im Bereich des Podests gewesen wäre. Also das ist schon ein Indiz, dass es heuer ein ganz ein anderes Rennen war, als es die Jahre, ja, zuvor war. Zweiter Platz für den Kenianer Duncan Kovac. Wie gesagt, knapp über 2 Stunden, 12 Minuten. Und jetzt kommt der Drittplatzierte und es ist nicht Simoto, es ist die Startnummer 6. Siraj Gena aus Äthiopien, den hat man das ganze Rennen über eigentlich gar nicht gesehen. Seine Zeit knapp unter 2 Stunden 13 Minuten und es gibt ein Novum oder es gibt einen Rekord, wenn auch keinen Streckenrekord. Es gab noch nie einen größeren Abstand vom Sieger zum Zweitplatzierten. Gerhard Hartmann hat 1986 4 Minuten Guthaben auf ein kleines Feld gehabt, aber jetzt in der Spitzenklasse bitte 4 Minuten und 42 Sekunden. Wir haben jetzt den Hosea Kipkenbräufer gesehen mit der, ja, Startnummer 13 und jetzt den Suleiman Simoto mit 14, der sehr lange immer in zweiter, ja, Position gelegen ist, aber schlussendlich dann zu einem hohen Tempo, was wir am Anfang angesprochen, ja, haben, gerade als Debütant, ja, ja, diese hohe Anfangspace mitzugehen im ersten Halbmarathon geht manchmal eben wirklich daneben und in dem Fall muss er jetzt doch sehr, sehr leiden und wird wahrscheinlich in Platz 5 einlaufen. Hosea Kipkenbräu, Dritter, also der Vierter? Vierter. Vierter, pardon. Vierter, ja. Der nächste Kenianer. Die ersten 8 bekommen Preisgeld, also für Simoto zahlt sich es vielleicht auch noch aus, durchzulaufen. Auch wenn es ungewöhnlich ist, wenn man merkt, dass der Einbruch kommt. Hinter ihm El Hassan Ben
Cainouche aus Frankreich, also erster Europäer auch dann schon im Ziel. Der wird ihn noch überholen, glaube ich, weil er wirklich schon sehr, sehr langsam jetzt aussieht, so wie es ausschaut. Das ist natürlich, wenn man dann jemanden vor sich sieht, der dann wirklich schon sehr kämpft, mobilisiert man vielleicht nochmal. Er dreht sich nochmal um, aber ich weiß nicht, ob er gerade attackieren. Aber vielleicht bringt er es noch durch. Vielleicht kann er die letzten Kräfte mobilisieren. Das glaube ich, ja. Ja, ja, das ist psychologisch dann nicht leicht. Die werden das ist doch ein Stückchen. Der Franzose versucht es natürlich noch, aber ich nehme an, so viel Kontrolle hat Simotmo noch, dass er diesen fünften Platz ins Ziel rettet. Ja, 2:14:40. Also die ersten sechs sind im Ziel bei den Männern. Es gab einen überlegenen klaren Sieg für Sisse Lema und wir schauen hinaus zu unserem Helden und das ist er heute unbestritten. Draußen in der Hauptallee, begleitet von Thomas Rohrecker, dem Radrundfahrtsieger Österreichs, Österreichs erfolgreichster Biathlet und mittlerweile ein fantastischer Marathonläufer, Christoph Sumann. Sumann, mich würde interessieren, von der Temperatur her, findet man das jetzt als warm in der Hauptallee oder ist es von den Lauftemperaturen so, dass du sagst, es ist gut und es ist erträglich? Ja, es ist erträglich. Es ist mir noch ein bisschen wärmer, dann kommt wieder mal ein Windstoß, der kühlt wieder. Aber Alter, wie weit ist denn das noch da oben? Das ist ja ewig. Das hört ja überhaupt nicht auf. Der Rohrecker Tommy versucht mich schon ein bisschen zu motivieren. Er sagt, jetzt sind wir gleich unten. Ja. Kommt mir nicht näher vor. Nein. Ah, das Feld lichtet sich. Ah, Stimmung ist nach wie vor exzellent. Also, ich bin mega begeistert. Du bist jetzt am Weg. Mir doch einige Läufer entgegen. Bist am Weg zum Lusthaus. Wo bin ich hin? Bist am Weg zum Lusthaus. Gegenüber ist Kilometer 34. Also da hast du es nicht mehr weit hin und dann sind nicht mal mehr 10 Kilometer. Immer noch super in der Zeit, Sumi. Ja. Wenn ich so weiterlaufe, dann bin ich gut in 40 Minuten im Ziel. Hoffe ich doch. Es tut mir zwar alles weh, aber ich glaube, ich schaue einigermaßen flüssig noch aus. Sensationell sogar. Aber ich sage einmal, bis 35 muss ich kommen und dann komme ich schon irgendwie ins Ziel. Und das ist ja nicht mehr so weit. Es ist nicht mehr so weit, wie es schon mal war. Das ist das Positive. Ein wahres Wort. Das Lusthaus ist vor mir. Und du hast Lust auf mehr. Das Lusthaus siege ich jetzt schon. Und macht Lust auf Niedersitzen. Vielleicht ein Tänzchen. Denn hier am Ring wird schon getanzt. Natürlich in der Stadt des Walzers. Johann Strauß steht auch wieder als kultureller Nebeneffekt der Walzer im Mittelpunkt. Ob die Siegerin wie im letzten Jahr Walzer tanzt, werden wir erst sehen. Der Sieger tut's nicht, aber er lässt sich feiern. Sisse Lema aus Äthiopien. Wir sehen immer noch links die Spur, das sind die Halbmarathon-Teilnehmer, denen diese Einlaufspur gehört, die jetzt eben nach etwas mehr als 2 Stunden ins Ziel kommen. Und es spielt sich hier natürlich ab am Heldenplatz mit vielen Zelten. Sie sehen es natürlich, Hospitality-Firmen, die natürlich auch hier als Sponsor und als Unterstützer auftreten. Viele Firmen, die ganz viele Leute auch zum Laufen bewegen konnten. Aber wir blicken wieder hinaus auf die Strecke zum besten Österreicher, der jetzt erstmals bei Johannes Hahn auch zu sehen ist, Simon Lechleitner. Ja, wir begleiten da Simon Lechleitner und er hat mir gedeutet, alles gut. Er weiß natürlich, er ist auf einem sehr guten Kurs. Er ist als bester Österreicher hier Richtung Ziel unterwegs. Und er war kurze Zeit auch begleitet von einem Pacemaker, der eigentlich für Christian Pflügel gedacht war, aber den hat er locker stehen lassen. Der ist jetzt schon, ja, über 100 Meter zurückgefallen und so biegt er gleich ein auf den Ring und hat dann nur mehr, ja, den ganzen Ring zu absolvieren, wie es Richtung Heldentor. Und er wird auch hier blendend unterstützt und bejubelt. Also ich denke mir, das wird noch eine gute Endphase vom Österreicher und es wird eine gute Zeit rausschauen. Wir werden ihn weiter begleiten. Herr Simon Lechleitners Bestzeit in einem Marathon 2 Stunden 25 und 42 Minuten. Letztes Jahr in Turin gelaufen. Da hat er noch den Pacemaker bei sich. Kurze Zeit später ist er dann allein unterwegs. Er hat die 2 Stunden 25. Sieht noch im Bereich des Möglichen für ihn.
Er bewegt sich jetzt 10 Minuten etwa über dem Plan von Christian Flügel und das waren ja die 2 Stunden 15. Also wer weiß, vielleicht gibt es eine persönliche Bestleistung für den Tiroler. Genau, ganz tolle Bilder ja. Von der Hospitalisation und jetzt die ersten drei. Ja, Nummern 2, 3 und 6, das sind natürlich Nummern der Top-Favoriten. Die Nummer 1 fehlt leider, Geto Feleke. Wir haben es ja gesehen, der hat sehr früh aufgeben müssen mit Oberschenkelproblemen. So gibt es einen neuen Sieger in Wien. Ja, ganz es viele Firmen, die hier vertreten Teil, sind. Ja, Teil natürlich einer Sonderveranstaltung. Mit großen Starterfeldern. Ja, also wir haben Firmen, die bis zu 1500 Starter stellen. Der nächste, nach langer Zeit eigentlich, der nächste Marathonläufer ins Ziel, die Nummer 12, Roman Prodius aus Moldawien. Finden wir uns jetzt natürlich schon bei 2 Stunden 20. Und natürlich weit über seiner Bestzeit der Moldawier. Bei den Damen da wird es wirklich interessant. Es gibt Bewegung im Spitzenfeld, aber vorne, da bleibt die Schweizerin Maja Neuenschwander. Auch schon hier im dritten Bezirk unterwegs. Sie hat es nicht mehr weit. Das schaut jetzt schon sehr verkrampft aus, aber wer will es ihr verdenken? Sie ist am Weg zu einer neuen überragenden Bestzeit und vielleicht stellt sie einen neuen Schweizer Rekord auf. In Kürze wissen wir es. Und Simon Lechleitner, wie gesagt, Bestzeit bisher 2:25.42. Er ist schon mittlerweile auf den letzten 2 Kilometern, würde ich sagen. Nicht sein erster Marathon, aber in Wien war er noch nicht dabei. Stephansdom heute nur Kulisse, kein Mittelpunkt, da wird nicht vorbeigelaufen. Das ist der Endstand von den 8, die bisher schon im Ziel sind. Riesenabstände, ein Rekordabstand vom ersten zum zweiten. Die Siegerzeit, die ist sehr gut, das ist die drittbeste in der Geschichte Wiens. Dahinter gibt es dann natürlich schon ganz große Abstände. Äthiopien und Kenia dominieren natürlich. Da, ganz gemütlich kommt der Tempomacher der ersten Gruppe ins Ziel, der sein eigenes Rennen veranstaltet hat, dem es gegen Gourmessa. Seinen Job hat er eigentlich kaum erfüllt, denn er war als Tempomacher angestellt. 2 Stunden 22, aber er beendet das Rennen, auch ungewöhnlich. Nicht nachvollziehbar die Motivation hierzu. So, Maja Neuenschwander, letzte Information für Sie. Bei Kilometer 39 liegt sie etwas mehr als 2 Minuten über 2:27. Das heißt, kein Schweizer Rekord mehr möglich und die Gegnerinnen kommen näher. Ja, die sind zu zweit hin. Kommt noch eine schwierige Passage jetzt. Werden wir sehen, wie gut sie sich das Rennen noch eingeteilt hat, ob sie einfach nur ihr Rennen durchziehen muss oder ob sie wirklich auch noch zusetzen muss, um die beiden von hinten in Schach zu halten. Also ja. Von der Anna sehen wir nichts. Ja, leider Anna ist nicht ganz, ganz vorne dabei. Ich wollte noch sagen, weil du Hospitality angesprochen hast, auch du hast ja hier bei uns nur einen Nebenjob. Du hast dich auch um sehr viele Leute zu kümmern und Firmen. Und während Simon Lechleitner da schon zum Himmel das Kreuzzeichen macht, haben wir dich auch nur noch eine halbe Stunde zur Verfügung. Das werden wir nützen, aber du musst dich natürlich dann auch wieder am Ende unserer OF2-Übertragung verabschieden. Er ist jetzt am letzten Kilometer. Ja. Ich hoffe, dass er das wirklich genießen kann. So wie das beste Österreicher, das wird ja auch angekündigt, dass die Leute, wenn hier kommt, der beste Österreicher, das ist schon ein unglaubliches Feeling. Das, was der Christoph Summann schon die ganze Zeit erzählt, dass diese Stimmung als Österreicher, wenn man erkannt wird, unbeschreiblich ist. Und das gibt es sonst nirgends. Und ja, er ist schon happy, glaube ich, mit seiner Situation.
Er hat das Begleitfahrzeug bei sich, also es ist optisch auch erkennbar, dass da ein wichtiger Athlet in diesem Rennen unterwegs ist. Auch ein großgewachsener Athlet, aber auch kräftig, macht den Berglauf und ja, so nicht nur klassischer Marathonlauf. Er schaut ein bisschen aus und er hat natürlich die Freude im Gesicht, das beste Österreich einzulaufen. Er wird das genießen, diese letzten 200, 250 Meter. Und da vergisst er es auch nicht. Den einen freut, das anderen leid. Wie gesagt, Christian Flügel, ja, vor wann war es? Vor einer halben Stunde oder etwas mehr, musste er aufgeben mit Wadenproblemen. Auch Roman Weger beendet den Marathon nicht und damit bahnfrei für den drittbesten Österreicher nach der Papierform. Heute ist er der Beste. Natürlich muss man sagen, die Zeiten von 2 Stunden 10 von Günter Weidlinger, die Zeit von 2:12 von dir und Gerhard Hartmann, die sind leider im Moment vorbei. Es gibt weit und breit eben keinen Österreicher, mit Ausnahme von Christian Flügel, der sich annähert, aber auch mit 36 Jahren nicht mehr ewig Zeit hat. Da muss natürlich und auch die Zubringerleistung eine Weile abgewartet werden. Ja, genau. Meine, wir sagen es jedes Jahr, aber es ist halt leider notwendig, um Zeiten von 2:10 bis 2:12 zu laufen. Eine 10.000 Meter Bestleistung von knapp 28 Minuten. Günther hat es auch drunter gehabt, der Gerhard Hartmann hat sie drunter gehabt. Das ist notwendig und wenn wir das nicht haben und wir haben letztes Jahr einen einzigen Österreicher gehabt, der überhaupt unter 30 Minuten gelaufen ist, dann ist es schwer, gute Halbmarathonzeiten zu haben. Auch da reden wir von 61 oder 62 Minuten, geschweige denn dann gute Marathonzeiten. Und auch überhaupt Pacemaker sein zu können, der besten Leute, denn das muss man dann da auch dort leisten. Nichtsdestotrotz, für einen ist das ein tolles Erlebnis, für Simon Lechleitner, denn er wird hier heuer bester Österreicher und hat sich natürlich auch verdient, hier ordentlich auf dem blauen Teppich gefeiert zu werden. Wir haben aber auch durchwegs jetzt nur Läufer, die natürlich das auch nicht professionell betreiben, sondern nebenher arbeiten. Ah, der persönliche Rekord ist jetzt soeben vorüber, 2:25:42 waren es, aber das große Erlebnis hat er trotzdem, wenn er auch ein paar Sekunden über seinem persönlichen Rekord geblieben ist. Gratulation, Simon Lechleitner. Ah, der ist richtig happy. Ja. Den schön, Jubel kann ich mich auch bei der Crosslaufmeisterschaft erinnern, wo er Zweiter wurde, hat er ähnlich jubiliert. Es ist ja schön, wenn man selbst seine Bestleistung vielleicht knapp verpasst hat, trotzdem sich so zu freuen. Ja. Und er ist, wenn ich es richtig sehe, 12. im Gesamtklassement. 2:25:53 die offizielle Zeit. Also letztes Jahr war Christian Flügel 11. Ja, jetzt schießt es ein, oder? Nach dem Ziel. Wenn es erst dort einschießt, war es richtig. Ja. So. Bei uns kommt jetzt die Auflösung in den nächsten Augenblicken des Damenrennens. Noch immer ist die Schweizerin Maja Neuenschwand da vorne, aber immer näher kommt die Konkurrenz. Wir werden gleich sehen, wer das ist. Es hat eine Änderung gegeben, es dürfte Agnes Mutune sein, die hier noch am nächsten kommt, die Kenianerin. Esther Cemtai dahinter, dann auf Platz 4 bei der letzten Zwischenzeit bei Kilometer 40, Anna Hahner. Caroline Cepkwoni nur noch 7. Fate Tola, 6. Ja, geht da noch was? Das ist natürlich jetzt eine weite, weite Optik, aber das kann natürlich schon noch passieren, dass Agnes Mutune, die Kenianerin, herankommt. Dahinter noch zwei Athletinnen, noch die nicht weit weg. Und Anna Hahner sehen wir da eben. Also da kommen jetzt wirklich 7, 8 Frauen hintereinander aufgefädelt. Das ist nicht weit. Wir haben eine Steigung. Ja, wir kommen jetzt gleich zur Oper. Wir kommen zum letzten Kilometer, der vorne im Endeffekt ist. Und schon wieder liefern uns die Damen das dramatischste Finish. So wie im letzten Jahr, da war es ja ganz extrem. Und heuer wissen wir es noch nicht. Ein Kilometer, etwas mehr als ein Kilometer noch. 2:27, die Zeit ist jetzt um. Das heißt, der Schweizer Rekord wird es nicht werden für Maja Neuenschwand, aber jetzt geht es nur noch um den Sieg. War Zweiter in Zürich, Zweiter in Hamburg. Noch kein großer Marathonsieg. Martin Lang sieht aus nächster Nähe. Ändert sich da noch was oder sind die Positionen bezogen?
Na, die Agnes hat auf den letzten Kilometer sicherlich viele Meter gut gemacht. Etwa 200 Meter Rückstand hat Cepkwone, etwa 300 Anna Hana, aber die Läuferinnen blicken sich nicht mehr um. Und dieser Abstand hier zur Schweizerin beträgt in etwa maximal 60 Meter, das sind vielleicht 50. Und er ist immer kleiner geworden, eigentlich jetzt den ganzen Ring entlang. Und es wird, wie im letzten Jahr, ein ganz, ganz starkes Finish. Das ist ja unglaublich. Aber Agnes Mottone wirkt jetzt auch nicht mehr so frisch, aber es könnte vielleicht tatsächlich noch reichen. Oder holt sich die Schweizerin den Sieg? Ich glaube, dass die nächsten 200 Meter jetzt wirklich der Anstieg jetzt entscheiden sind. Aber eigentlich müsste das ausgehen. Du glaubst, das geht sich noch aus? Es müsste sich für die Schweizer ausgehen. Achso, für die Schweizer. Ich glaube, wir haben jetzt noch 500 Meter Marke, auf jeden Fall ganz spannend. Die macht jetzt nicht den Eindruck, wenn sie hinten noch zusetzen kann. Ich glaube eher, dass man jetzt eher dann die Resignation vielleicht kommt, ja. Wenn du nicht wirklich so wie die anderen letztes Jahr diesen Schub gehabt hast. Und es geht hier bergauf. Du kannst hier jetzt nicht sagen, boah, ich hole jetzt nochmal 5 bis 10 Sekunden raus. Und für Anna Hanna ist es ein bisschen zu viel an Abstand. Die hätte vielleicht noch einmal diesen Biss. Die hätte es jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube, dass... Ja. Jetzt geht es hinein da in den Kanal. Hier ist im letzten Jahr die dramatische Entscheidung gefallen. Und es sind ein paar Meter, die für Maja Neuenschwander reichen werden, wohl zum ersten Schweizer Damensieg. Sie hat sich auch bis jetzt kein einziges Mal umgedreht. Ja. Also das auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, wenn du heute schon richtig sauer bist, dann schaust du zurück, wie weit ist die weg und so weiter. Aber sie geht ihren Weg. Jetzt gleich nochmal die letzte Kurve und dann siehst du das Ziel. Bin gespannt, ob sie jetzt nochmal schaut. Da haben wir Anna Hahner, die hat natürlich noch etwas mehr Weg zurückzulegen. Es wird nichts mit dem zweiten Sieg mit der Titelverteidigung. Damit zwei neue Sieger im heurigen Jahr in Wien. Obwohl die Titelverteidiger da waren, Maja Neuenschwandner bereits auf der Zielgeraden, die arme F8. Agnes Mottone wird Zweite werden, aber Gratulation an die 35-jährige Schweizerin, die neben dem Job hier so sensationell abschneidet. Marathonsiegerin 2015 in Wien, Maja Neuenschwander. Vielleicht noch ganz knapp drunter, bleibt um 2:30, ja. Weiß ich nicht, ob es jetzt ausgeht. Na, jetzt ganz knapp nicht, schade. Doch deutlich zeitmäßig zurückgefallen, die Damen. Aber sie haben uns dafür ein ganz spannendes Finale geliefert. Agnes Mottone aus Kenia wird Zweite und die nächsten Platzierungen sind auch gleich zu übermitteln. F4, das ist Esther Chemtai aus Kenia, die gerade noch vor Caroline Cepkwone ins Ziel kommt. Das Erfreuliche, die Kenianerin wesentlich frischer, aber damit nicht am Podest wird. Vierte und Platz 5 für Feuersiegerin Anna Hana. Am Ende hat ihr nicht einmal eine Minute gefehlt und sie kann trotzdem lachen. Haben sich alle schwer getan heute. Siegerzeit 2:30.09 und sie etwa 35 Sekunden dahinter. Fünfte, also die Top 5 Damen innerhalb von einer Dreiviertelminute nicht einmal. Bei den Männern waren es fast 5 Minuten vom ersten zum zweiten. Ganz unterschiedliche Rennen, die wir eigentlich schon vorher gedacht haben. Ja. Gleich überraschend war, dass sich doch das Damenfeld auch relativ früh dann schon mit einzelnen Positionen abgezeichnet hat. Sie hat sich bei der Pressekonferenz sehr bedeckt gehalten. Wenn man sagt, bei der Japanerin und bei der Kenianerin war es vielleicht noch ein sprachliches Problem, dass sie ihre Ziele genau definieren konnten. Anna Hahn hat es klar gesagt, was sie sich vornimmt und Maja Neuenschwander hat gesagt, sie lässt sich darauf nicht sein. Hat sich dann wirklich nur gesagt, dass sie in Topform ist, aber nicht in die Karten blicken lassen. Ganz starkes Rennen von ihr. Kann ihrem Curriculum einen Sieg in Wien hinzufügen. Also der erste Schweizer Sieg hat sich da durchgesetzt gegen die starke Konkurrenz aus Afrika und aus Deutschland. Also vom Heldinnenplatz der letzten Minuten wieder hinauf in die Luft. Herrlicher Blick über die Wiener Innenstadt. Wir kennen den Herrensieger, wir kennen die Damensiegerin und den besten Österreicher. Da kommen natürlich jetzt auch die Staffeln ins Ziel. Wir haben die Skispringer, die wieder mit dabei sind. Stefan Kraft, Michael Heiböck, Daniele Raschko.
Schauen Sie selbst auch mit, ob Sie das ein oder andere bekannte Gesicht dann sehen werden. Das ist die Ehrenrunde für Maja Neunschwander. Was ist mit einem Walzer? Wo ist der Herr Tänzer? Letztes Jahr wurde Anna Hahner aufgefordert. Siegerzeit 2 Stunden 30 natürlich. Weit weg vom Streckenrekord, der steht aus dem Jahr 2000 bei 2:23:47 von Maura Vicekonte. Im Vorjahr 2:28:59 die Siegerzeit von Anna Hahner. Mit der hätte sie auch heuer gewonnen, aber war nicht möglich für sie. Ein Zeichen auch, dass die Bedingungen doch vielleicht anstrengender waren als im letzten Jahr. Die Frage ist, wie die Athletinnen und Athletinnen einfach wirklich den Wind empfunden haben. Dadurch, dass jetzt in meinem Bereich viele sehr, sehr früh auch allein waren. Sechste, Rene Kalmer, Südafrika. Geht schon. Ist das natürlich dann noch viel schwerer. Bei den Damen war es eher so, dass die doch lange kompakt waren. Temperaturen waren eigentlich okay, aber manchmal liegt es in der Luft, dass alles aufgeht. Und manchmal weiß man nicht, warum es nicht wirklich funktioniert hat. Und in dem Fall waren heute viele Dinge, die aus österreichischer Sicht und schlussendlich auch jetzt im Spitzenbereich einfach sicher nicht ganz optimal gelaufen sind. Ja. Du hast es zu mir am Anfang schon gesagt, es kann nicht immer Rekorde geben und jetzt ist der Rekord einfach in Wien auch schon sehr, sehr weit oben. Sisse Lehmer, wird es egal sein im Endeffekt, denn sein Rennen war ein ausgezeichnetes und wurde auch mit dem Sieg belohnt. Er hat wirklich seine Leistung gebracht, das ist mit einer 2:07:06 persönliche Bestleistung zu kommen und dann hier zu gewinnen, wieder mit einer 2:07. Top-Leistung, überhaupt keine Frage. Ja, und wie erwähnt, wer weiß, Geto Fülecke hat im vergangenen Jahr seinen Preis sozusagen steigern können. Sisse Lehmer wird sicher auch den Gewinn daraus ziehen, heute hier erfolgreich gewesen zu sein. Wir haben ihn jetzt bei Oliver Polzer zum ersten Interview. Der schnellste Mann in Wien am heutigen Tag beim 32. Vienna City Marathon ist jetzt bei mir, Sisse Lehmer. Congratulations, first of all. Gratulation, natürlich zuerst. Thank you. What I want to know first is, how are you right now? Wie geht's Ihnen jetzt nach diesem Rennen? I'm very happy to win this marathon. Sehr glücklich, diesen Marathon gewonnen zu haben. I come for the first one. Zum ersten Mal hierher gekommen. The people and also very good. There is very happy. Die Leute in Wien sind natürlich sehr nett und freundlich, wenn wir da laufen. Ich sage immer hopp, hopp. So they give us or to I push when they give me some moral. Ich bin natürlich sehr angefeuert, sehr viel Moral auch geliefert fürs Laufen, bedankt sich dabei zuzuschauen. Wenn ein Marathon ist, it is very the pace, the road is very good. Die Straße ist sehr gut zum Laufen hier in Wien. Es sind keine Berge, es geht nicht so auf und ab. Schön flach. Man kann Gas geben. Die Luft war auch sehr gut heute für uns Läufer. Ich komme nächstes Jahr sicher wieder. Danke allen. There are not a lot of questions anymore, but what I want to know is how hard was it to run alone a long time? Wie schwierig war es, die längste Zeit allein laufen zu müssen, ohne Pacemaker? The given time is to go to run is 06:35. That's given this one. There is no go. Das Ziel war 2:06:35 zu laufen und er wollte eigentlich, dass es schneller geht. Pacemaker. So Pacemaker ist 3:05:03. He goes. After that I go. And, ja, mir war das zu langsam, wie die Pacemaker gelaufen sind. Dann bin ich weggegangen. There is not running for me. Sind nicht für mich gelaufen, wie ich das wollte. There is cutting and also I only running only. So dann bin ich halt alleine gelaufen. Congratulations. All of you, thank you. Gratuliere allen. Danke allen. Okay, thank you very much. Enjoy your victory ceremony. Thank you okay, very much. Thank you. Okay. Ja, er freut sich natürlich sehr. Und zum anderen, Michael, hat er, wenn ich es richtig übersetzt habe, schon auch Kritik geübt an den Pacemakern, die zu langsam gelaufen sind, von Beginn an. Ja, die konnten aber nicht mehr. Also, ich meine, die waren bei Kilometer 10, 11 draußen. Also, man kann nicht sagen, die
die haben das getan, was sie konnten. Wir haben die drei vorne gehabt, die haben im Endeffekt nicht die Leistung gebracht, die man wahrscheinlich mit ihnen vereinbart hatte. Das ist bitter. Und in dem Fall muss man das halt analysieren. Dass die so früh, wie gesagt, ich habe es schon im Vorfeld erwähnt, bis 21 muss nochmal jeder gehen. Und die meisten gehen dann auch bis 25 oder 30, wenn du richtig gute schlussendlich engagiert hast. Da warten Sie die Helden des heutigen Tages, des 32. Wiener City Marathons. Gerade noch bei uns im Interview ein dankbarer Sieger, wobei das ist nicht der Sieger, wir beginnen mit Platz 3. Sirai Gena aus Äthiopien holt sich mit 2 Stunden 12 Minuten und 48 Sekunden den dritten Rang. Platz 2 und damit Gewinner der Silbermedaille. Da gibt es 4.500 Euro Preisgeld. Den zweiten Rang, den hat der beste Kenianer geholt, Duncan Coach, im letzten Jahr noch Vierter geworden. Diesmal steht er mit am Siegespodest, der 33-Jährige. Die Zeit 2 Stunden 12 Minuten und 14 Sekunden für ihn. 7.500 Euro Preisgeld. Und beide waren sie um ein großes Stück hinter dem heurigen Sieger. 4 Minuten und 42 Sekunden war der zweitplatzierte Coach. Auch durch Ausstiege von Geto Feleke und einigen anderen Spitzenläufern natürlich oder Rückfälle. Hinter ihm der klare, überlegene Sieger, der eigentlich am Start schon weggelaufen ist mit seiner Startnummer 2, für ein paar Meter zumindest, hat gezeigt, dass er tatsächlich der Stärkste war. Sisay Lema, 24-jähriger Äthiopier, gewinnt nach Karpi 2012 und Warschau 2013 in Wien 2015. Wohl beim Debüt hier seinen größten Marathon bisher. Und steckt auch einen Dubai-Marathon im Februar weg, muss man auch sagen. Ich meine, da reden wir von 2 Monaten. Ja. Wirklich Hut ab. Beide Male unter 2:08 geblieben. Also der drittschnellsten in Österreich je, also in Wien je gelaufenen Zeit mit 2 Stunden, 7 Minuten und 31 Sekunden. Zwei Stunden, 56 Minuten und ein paar Sekunden, die vergessen wir. Er ist deutlich unter der Vereinbarung geblieben und kommt pünktlich vor dem Ende unserer 2-Übertragung ins Ziel. Bravo, Sumi. Gratulation. Er ist unser Hero, keine Frage. Ja. 2 Stunden 56, 23, offizielle Zeit. Wir lassen den Sumi kurz durchschnaufen und sind bei der Damensiegerehrung. Maja Neuenschwander gewinnt in 2 Stunden 30 Minuten und 9 Sekunden als erste Schweizerin beim Vienna City Marathon. Vor 2 Kenianerinnen, Agnes Mutune, 2 Stunden 30 und 19 Sekunden und Esther Chemtai, 2 Stunden 30, 2 und 30. Er hatte mit Sicherheit schon sehr viele Fans. Ich glaube, mit dem heutigen Tag hat er noch mehr. Verneige mich ganz tief vor dir, Christoph. Das war unglaublich. Ich bin auch komplett begeistert. Als erstes interessiert mich natürlich, wie geht's dir? Ja, jetzt bin ich mal erstens einmal froh, dass ich im Ziel bin. Das habe ich mir eigentlich. Ich habe schon gewusst, dass es hart wird, aber es hat schon bei Kilometer 10 schon angefangen, so zum Wetter und die Füße. Wie gesagt, Luft und Pumpe funktionieren nach wie vor sehr gut. Da habe ich doch jetzt 25 Jahre Leistungssport in mir, der verschwindet nicht so schnell. Aber ich bin kein Läufer und ich habe einfach zu viel Muskulatur und komme daher in einer anderen Oberschenkelklasse. Das war in der Früh schon so, beim Einsteigen bei den Top-Athleten bin ich mir vorgekommen wie der Hulk Hogan beim Kindergartenausflug.
Du hast nicht nur viele neue Fans heute, glaube ich, auch, sondern auch viele neue Freunde. Du hast unglaublich viel tun müssen auch während deinem Lauf. Nicht nur reden mit uns, mit den Kommentatoren. Ich habe das Gefühl gehabt, du bist ein bisschen zickzack gelaufen, hast abgeklatscht, hast vielen gewunken. Alles Motivation oder schon auch anstrengend? Ja, schon. Es ist natürlich, wenn man jetzt während der Summe und alles Gute Summe und natürlich winkt man kurz so, ich meine, die Kraft habe ich, laufen da mit den Füßen und mit den Händen. Obwohl ich schon gesagt habe, weil wir wahrscheinlich auch einen Muskelkater in den Händen haben von vielen Winken. Und ja, ein bisschen abklatschen und so, das gehört dazu. Ich meine, ich bin noch kein Sieganwärter und das ist auch gut so. Ich bin ein Teil von dem Ganzen da. Es erwartet sich keiner was von mir außer der AF und Zeit unter 3 Stunden. Das habe ich erfüllt. Das war auch der Ansporn, weil sonst wäre ich wahrscheinlich eh schon weit früher ausgestiegen. Ja, ganz großartig. Ich habe auf deiner Uhr nachschauen müssen. 2:56:22 hast du da selber gestoppt. Das ist unfassbar. Ist das dann auch beim vierten Marathon deine persönliche Bestzeit? Nein, das ist, das werden viele nicht wissen. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich bin in meinen ersten Marathon gelaufen. 1995, kurz vor meiner Matura, da war ich im Skigymnasium Stams, also genau vor 20 Jahren, und da war ich in 2:48 unterwegs. Mich würde interessieren, auch noch, du hast es angesprochen, der Leistungssportler, der noch in dir steckt, was hilft da am meisten? Ist es, dass man durchaus noch fit ist, natürlich, oder eben auch dieser mentale Gedanke, dass man weiß, okay, ich kann durchbeißen, ich weiß, was ich mir jetzt auch sagen muss. So ist es. Wie gesagt, das Grundniveau habe ich noch. Ich bin ein Jahr weg vom Leistungssport, habe mich doch immer noch sportlich betätigt und das sehr intensiv zum Teil. Aber ich glaube, die mentale Komponente, die hilft mir da sicher weiter, weil bei 10 Kilometern schon weh tut, dann muss man das irgendwie, wie haben wir gesagt, Schmerzgrenzen verschieben, und das habe ich halt sehr dringend gebraucht und die sind sehr weit nach oben verschoben worden. Also der Schweinehund, der ist heute definitiv besiegt worden. Wir stehen jetzt ein paar Meter hier hinter der Ziellinie und das ist vielleicht auch der falsche Moment. Aber eine Frage muss ich schon noch loswerden. Entwickelt sich da ein bisschen eine Sucht? Könnte das eine neue Leidenschaft werden? Ja, lieber. Das ist, ich danke für diese Frage. Gell. Da, momentan weiß ich echt noch nicht, wie ich ins Hotel kommen soll mit den Füßen. Aber Laufen ist einfach ein Hobby. Ich bin immer gern gelaufen, eigentlich immer relativ gut gelaufen, trotz meiner Körperstatur. Die eher eines Sumo-Ringers scheint und nicht eines Äthiopiers. Aber wie gesagt, es wird sicher nicht mein letztes Antreten sein beim Marathon. Es war in jedem Fall ganz großartig. Nochmal herzlichen Dank. Und wie du nach Hause kommst, wir kümmern uns. Ganz sicher. Nein, um Gottes Willen. Das war so großartig. Du hast alles erfüllt. Es hat so viel Spaß gemacht, dir zuschauen. Das wird mit sicher. Und ich muss dazu sagen, also ein großes Kompliment an den Veranstalter. Großes Kompliment an das Publikum aus Wien. Also sensationell. Und ihr könnt es mir glauben, ich bin bei vielen Großveranstaltungen dabei gewesen. WM, Olympische Spielen, Volksläufen. Aber das ist großartig. Also wenn du wirklich 42 Kilometer da getragen wirst von der Stimmung, von Trommeln und Gesängen und Anfeuerungen, es ist sensationell und das Wetter hat sich noch gehalten. Also großes Kompliment und ja, war ein schöner Tag, obwohl er Wetter hat. Großes Lob, vielen Dank, und du hast jetzt auch die Ehre, mit der Siegerin abklatschen zu dürfen. Christoph Sumann und Marianne Neuschwander. Gut. Ja, ich hole Sie gleich dazu. Vielen Dank, Christoph. Ja, herzliche Gratulation Ihnen zu diesem Sieg. In 150 Minuten haben Sie sich Wien angeschaut. Wie viel Genuss war beim Laufen dabei und wie viel Genuss jetzt danach? Ja, es war ein Riesengenuss. Ganz viel Spaß, ganz viele Eindrücke auf der ganzen Strecke. Es war wirklich toll hier. Zum Rennverlauf vielleicht ganz schnell ein paar Worte. Ab wann haben Sie gefühlt, da geht heute viel, da geht sich auch der Sieg aus? Ja, mit dem Sieg habe ich erst wirklich ganz am Ende mich gedanklich zu befassen begonnen. Der Anfang war wirklich sehr locker, ich habe mich sehr gut gefühlt. Ab 32 hatten meine beiden Begleiter etwas Mühe. Sie mussten sich dann zurückfahren lassen bzw. aussteigen. Da war ich auf mich alleine gestellt und die letzten 10, da ging es ans Eingemachte. Ich musste nicht laufen, aber ich habe den ganzen Tag heute hier irgendwie Wind gespürt. Am Start schon, jetzt auch im Ziel. Wie waren die Bedingungen? Ja, von den Temperaturen sicherlich an der oberen Grenze, aber immer noch gut zum Laufen. Und von Wind her, ich denke, das war heute die Knacknuss, dass es nicht zu schnelleren Zeiten gereicht hat. Herzlichen Dank, herzliche Gratulation in jedem Fall. Ich hoffe, wir sehen Sie wieder. Ja, hoffe ich auch. Danke, Wien. Die erste Österreicherin ist im Ziel seit einigen Minuten. Und zwar ist das, wie erwartet, Natalia Steiger. Mit ihrer Zeit von 3 Stunden, 8 Minuten und 15 Sekunden blieb sie auch deutlich über ihrer Bestmarke, aber sie ist die beste Österreicherin beim Vienna City Marathon 2015. Weiter geht's mit dem besten Österreicher, der steht jetzt bei Oliver Polzer.
Ja, und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir beide sitzen. Ich habe so das Gefühl, seit ein paar Minuten sitzen wir hier, Simon. So von Minute zu Minute kehrt wieder ein bisschen Kraft in Sie zurück. Gratulation einmal zu diesem heutigen Rennen und zu dieser Platzierung bester Österreicher. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja, jetzt geht es mir natürlich sehr gut. Das Rennen war genial zum Laufen. Einzig der Wind hat ein bisschen schwächer sein dürfen. Leider sind meine Pacemaker sehr früh ausgestiegen mit dem Roman Vega. Nach Kilometer 13 ungefähr war ich dann bis Kilometer 30 allein, aber dann habe ich mir einfach gedacht, im Training bin ich auch fast durchgehend allein gelaufen, die Belastungen, auch bei Gegenwind. Ja, und ich bin sehr happy, dass ich mich durchgebissen habe. Wir haben sehr viel Emotion bei Ihnen gesehen im Ziel. Beschreiben Sie diese Momente, was geht einem da alles durch den Kopf? Was haben Sie heute alles geschafft für sich? Ja, gut, die Zeit war nicht das, was man vorgenommen habe, aber ich glaube, es war nicht viel mehr drinnen. Die zweite Hälfte war es doch sehr windig, viele Steigungen noch. Aber dann war auf einmal die ORF-Kamera bei mir. Ich war sehr perplex, weil ich habe nur gehört, ich war 4 Minuten hinter dem Flügel bei der Halbmarathon-Durchgangszeit. Da habe ich gedacht, das kann sich nicht mehr ausgehen. Aber wie gesagt, ich bin positiv geblieben. Ich habe immer versucht, nach vorne schauen. Es war schwer, sich zu orientieren. Ich habe teilweise nicht gewusst, wo ich hinlaufen muss. Aber ja, es war eine geniale Stimmung, es war eine traumhafte Organisation. Danke an die Veranstalter, an Wolfgang Konrad. Und ich möchte mich auf jeden Fall noch deutlich steigern im Herbstmarathon Richtung 2020. Sie haben es angesprochen, dass dann die Kamera relativ lang bei Ihnen war ein Zeichen. Okay, ich bin da vielleicht in irgendeiner Form sehr gut unterwegs, in dem Fall bester Österreicher. Was gibt es sonst an Informationen? Wie wird man versorgt, was das Rennen betrifft? Ich muss sagen, Informationen bin ich sehr durftig versorgt worden. Aber es bringt mir eh nichts. Ich hab die Zwischenzeiten gesehen, das Einzige, was zählt, ist die Zeit. Ich hab mich immer wieder gepusht, das Publikum hat mich gepusht, ich habe oft meinen Namen gehört. Und dann habe ich irgendwann gehört, beste Österreicher, und dann habe ich einfach mal alles rausgeholt, was gegangen ist. Und es war so eine traumhafte Stimmung im Seelenlauf. Ich kann das nicht. Es ist so ein geiles Rennen. Ich möchte auf jeden Fall wieder herkommen. Auch wenn Flügel und Vega aufgeben mussten, was bedeutet Ihnen dieser Titel dann auch, bester Österreicher Schnellster? Ja, das ist mir sehr, sehr viel wert. Also das ist, mit dem habe ich, wie gesagt, nie im Leben gerechnet. Belohnung für harte Arbeit, würde ich sagen, aber in mir ist noch mehr drinnen. Das will ich auch beweisen und ich will auf jeden Fall im Herbst 2019, 2020 laufen. Und das werde ich auch schaffen. Und das ist die Siegerliste bei den Damen jetzt offiziell noch einmal wesentlich knapper als bei den Herren. Nur 41 Sekunden trennen die ersten 5. Anna Hahner, Titelverteidigerin, 5. geworden, abgelöst von Maja Neuenschwander aus der Schweiz als Siegerin des Vienna City Marathons. Erster Schweizer Sieg. Wir haben jetzt eine neue Ergebnisliste, liebe Zuschauer, eine kleine Korrektur. Natalia Steiger, die wir da gefeiert haben als Siegerin, als beste Österreicherin, sagen wir so, ist knapp geschlagen worden, dritte, denn vor ihr im Ziel waren Barbara Scheibelauer. Sie ist die beste Österreicherin in 3:07:54 und Antonia Lucchini in 3:08:14 war auch noch eine Sekunde schneller. Das ist die Nettozeit. Ich kann das auch gleich aufklären. Wir sehen hier die Damenliste, das ist die Brutto-Ergebnisliste, das heißt, die Spitzenläufer haben ja, sozusagen, wenn sie über die Matte laufen, ihre eigene Zeitnehmung über den Chip. Und der Chip hat eben dann die Nettozeit ausgegeben. Also Natalia Steiger war tatsächlich die erste Österreicherin, die über die Ziellinie gegangen ist oder gelaufen ist. Aber zwei andere, die länger gebraucht haben, um zu starten, das ist einfach dann in der Masse leider so, die haben da eine knappe Minute verloren beim Start. Und natürlich ist erst die Chip-Zeitnehmung das Richtige. Also wir müssen das korrigieren auf 3:07:54 für Barbara Scheibelauer, die da die schnellste war. Also optisch hat es gestimmt, aber zwei haben eben später ausgelöst am Start und daher Ehre wem Ehre gebührt.
in our town till the point where we dry out. As it opens.